dass wir einen Verein gefunden haben. Wir wollen heute Abend mal uns über Wasser informieren, über Wasser diskutieren. Und zunächst mal möchte ich Ihnen erstmal mitteilen, also die Getränke, die dort drüber stehen, bedienen Sie sich bitte. Das ist einfach hier immer zu nehmen. Kleiner Hinweis, wir haben im Anschluss nochmal eine öffentliche Fraktionssitzung, wo Sie auch herzlich gerne bleiben können. Und die politischen Themen, die unsere Geschäftsführung dann mit führen kann. Ich gebe gleich eine Liste rum, wo ich Sie bitte alle einzufragen. Wer seine E-Mail-Liste hinterlässt, wird natürlich auch über, ich sag mal, Dinge, die über dieses Thema hier weitergehen, dann informiert. Und wir werden uns, ich werde mich bemühen, dass um 20 Uhr hier pünktlich Schluss ist, damit die Fußballfreunde dann auch zum Fußball kommen. Ich darf aber zunächst mal begrüßen Frau Wojtek, ist das richtig ausgesprochen? Wojtek. Sie sind beim Kreisverband für die Wasserwirtschaft sozusagen Teamleiterin. Ich freue mich über Herrn Zobel von der KOWA, also Kooperationsgemeinschaft Wasser und Abwasser. Dann haben wir Herrn Hartmann vom Bauernverband. Und wir haben Helge Eggersmann hier aus unseren Reihen als stellvertretender Fraktionsvorsitzender, der sich mit dem Thema auch gut auskennt. Und ja, ich würde vorschlagen, ich würde darum bitten, dass vielleicht alle Beteiligten gleich mal, sagen wir mal, 5 Minuten, möglichst nicht länger, aus ihrer Sicht mal ein Stück weit die Situation darstellen, was Wasser, Trinkwasser bedeutet. Und dann steigen wir eigentlich auch, glaube ich, relativ schnell aufgrund der Informationen, die kommen, sehr schnell in die Diskussion ein. Ich würde vorschlagen, weil zunächst mal für mich eigentlich die Frage oben aufsteht, wie ist denn eigentlich die Qualität unseres Wassers? Gibt es Verunreinigungen, welche Art von Verunreinigungen? Und vor allen Dingen interessiert mich, sind diese Verunreinigungen eigentlich in den letzten Jahren, und ich glaube, das interessiert alle, sind die eigentlich jetzt mehr geworden oder ist die Tendenz eigentlich rückläufig, beziehungsweise kommen neue Verunreinigungen, die man, sage ich mal, vor einigen Jahren oder Jahrzehnten noch nicht kannte, also chemische Verunreinigungen, kommen die neu dazu? Wo sind da die Sorgen? Ich glaube, da kann uns Herr Zobel am besten einen kurzen Abriss drüber geben, deswegen würde ich Sie bitten, dass Sie vielleicht mal kurz anfangen, uns vielleicht diese Frage ein bisschen näher bringen. Ich denke, danach werden sich die restlichen Dinge dann schon soweit ergeben. Ja, vielen Dank für die Begrüßung. Ich möchte Ihnen erstmal was sagen über die KOWA. Sie werden sich fragen, was ist das überhaupt? Das möchte ich Ihnen kurz erklären. Eigentlich bin ich von Hause aus Geschäftsführer des Zweckverbandes Wasser und Abwasser in Grimmen, also eines mittelgroßen öffentlich-rechtlichen Verbandes, der im Altkreis Grimmen ver- und entsorgt, auf einer Fläche von 600 Quadratkilometern, 23.000 Einwohner haben wir bei uns, die wir ver- und entsorgen. Und wir als Zweckverband und andere Zweckverbände haben uns vor 5 Jahren gesagt, wir brauchen eine Interessenvertretung. Wir als Zweckverbände und als Stadtwerke, teilweise die REWA ist da auch dabei, wir sind insgesamt zu klein, wenn wir unsere einzelnen Interessen gegenüber der Politik kundtun, und wir brauchen eine Interessenvertretung, und deswegen haben wir vor 5 Jahren die KOWA gegründet, also die Kooperation der Wasserver- und Abwasserentsorger in Mecklenburg-Vorpommern. Das ist eine öffentlich-rechtliche Vereinigung, das ist ein Verband, ist es richtiger gesagt, wo nur öffentlich-rechtliche Kommunalbetriebe Mitglieder sind. Das heißt also, es sind hauptsächlich Zweckverbände und Stadtwerke, die ihr Eigentum 100% in kommunaler Hand haben, wie die REWA, oder auch Eigenbetriebe wie der Abwasserbetrieb der Hansestadt Greifswald oder der Stadt Prenzlau. Das sind so einige Beispiele. Wir sind mittlerweile 22 Verbände, die Mitglied sind. Wir repräsentieren ungefähr 75-80% der öffentlichen Wasserversorgung, ungefähr 500.000 Einwohner aus Mecklenburg-Vorpommern. Dann haben Sie jetzt eine Größe von dieser Einrichtung. Und wir haben die KOWA, wie gesagt, gegründet, um eine starke Interessenvertretung zu haben, um Austausch zu betreiben zwischen den einzelnen Verbänden, also auch um die Leistung, die die einzelnen Verbände erbringen, zu optimieren. Das heißt, wir haben einzelne Arbeitskreise, zum Beispiel für Trinkwasser, für Abwasser, für Recht, um uns weiterzubilden, um natürlich auch Kosten zu sparen, weil wir die Erfahrung gemacht haben, wenn wir Weiterbildung auf dem freien Markt einkaufen, wird es zu teuer.
Wir tauschen uns untereinander aus, wir treffen uns regelmäßig und werden mittlerweile auch von der Politik bei Gesetzgebungsverfahren gehört. Wir haben also die Möglichkeit, zum Beispiel auch beim Landeswassergesetz, was jetzt novelliert wird, haben wir mitgearbeitet, oder auch bei der Düngeverordnung sind wir angefragt worden als Verband oder als Interessenvertretung. Also das sind alles Dinge, die uns unheimlich wichtig sind, weil wir sonst nicht mitbestimmen können. Gerade bei den Themen, also wie Wasser, die natürlich für uns existenziell wichtig sind. Zu Ihrer Frage, das pauschal jetzt so zu beantworten, ist schwierig. Als erstes muss man sich, also wie sich die Wasserqualität in den letzten Jahren verändert hat, das will ich jetzt auch nicht abschließend beantworten, aber was in den Köpfen sein sollte, ist, dass wir ein Flächenland sind in Mecklenburg-Vorpommern, dass wir die Wasserversorger in der Regel umgeben sind von landwirtschaftlicher Nutzfläche. Das heißt, wir fördern Wasser auf Äckern oder von Äckern aus dem Untergrund, die landwirtschaftlich bewirtschaftet werden. Das heißt, wir haben immer einen Konflikt Wasserwirtschaft, Landwirtschaft. Das ist ganz klar, weil das ist also im Grunde genommen, der Bauer will Erträge erwirtschaften und wir wollen möglichst unbelastetes Trinkwasser zu fördern. Das ist ein schwieriger Prozess. Was sich in den letzten Jahrzehnten verändert hat, ist, dass die Analytik wesentlich besser geworden ist. Das heißt, wir finden jetzt Stoffe, die wir vor 10, 15 Jahren überhaupt nicht analysieren konnten, die wir auch gar nicht finden konnten. Das macht die Sache noch viel komplizierter. Und die Anforderungen an den Trinkwasserschutz steigen ständig. Ne? Also die Forderungen an die Qualität des Trinkwassers werden größer und dadurch wird vieles auch schwer zu vergleichen. Also es gibt keine Pauschalantwort auf die Situation insgesamt. Man kann einzelne Wasserfassungen betrachten, das können wir nachher auch gerne machen und da noch konkreter werden. Da kann man schon Veränderungen sehen, aber eine generelle Antwort kann ich Ihnen nicht geben. Ne? Vielleicht so viel erstmal als Einführung. Jetzt nochmal dann eine Rückfrage. Es ist ja bekannt, dass zum Beispiel einige Wasserfassungen auch schon außer Betrieb genommen worden sind. Ja. Ob das jetzt durch die, ich sag mal, bessere Analytik dann zum Tragen gekommen ist. Insofern ist aber da offensichtlich, sind da klare Grenzwertüberschreitungen. Gibt es denn da eigentlich, sage ich mal, so, dass Sie sagen, das Wasser wird vielleicht knapp oder die insgesamt die Grenzwerte für bestimmte Sachen wären schon so, dass man eigentlich feststellen kann, wir haben da Sorgen. Ich habe das im Umweltausschuss mal mitgekriegt. Dann gibt es doch unter den Wasserversorgern, die jetzt hier hiesig beim Umweltausschuss da waren, gab es große Sorgen hinsichtlich der Bereitstellung, aber auch die Aussage, gut, wir können alles reinigen, das ist eine Frage der Kosten. Letztendlich muss der Bürger dann für das Wasser viel mehr Geld bezahlen. Das kann sicherlich nicht im Interesse des Bürgers sein, sondern in unserem allgemeinen Interesse. Wie schätzen Sie das ein? Würden Sie das so mit unterschreiben? Oder? Naja, es gibt, wie gesagt, da muss man dann ganz konkret auf die Situation vor Ort eingehen. Es gibt bei uns also auch im Zweckverband Grimmen eine Wasserfassung, die wir sehr genau untersucht haben. Rheinberg-Tremt heißt die. Da haben wir also die Rohwasserdaten. Das sind also das ist sozusagen das unbelastete Wasser, was wir also fördern, um es dann aufzubereiten und zu Trinkwasser zu machen. Da haben wir die Rohwasserdaten über 10 Jahre lang ausgewertet mit der Uni Greifswald zusammen und mit der TU Clausthal-Zellerfeld. Und da können wir schon sagen, dass wir bestimmte Tendenzen haben. Ne? Da ist es also deutlich, dass durch den Nitrateintrag, also überschüssiger Stickstoffdünger, der dort in das Grundwasser eingedrungen ist, dass wir dadurch Probleme haben. Ne? Wir haben also in diesem Bereich, in dieser Wasserfassung bereits einen Brunnen aufgeben müssen, weil die Nitratwerte zu hoch waren und haben einen neuen Brunnen bauen müssen. Das hängt aber auch damit zusammen, das muss man klar sagen, weil diese Wasserfassung sehr flach ist. Das ist also der erste Grundwasserleiter, wo also praktisch die Stoffe, die nicht unbedingt ins Trinkwasser gehören, sehr schnell durchschlagen. Das Problem ist, dass man nicht genau sagen kann, wie lange dauert es, bis die Folgen tatsächlich so gravierend sind, dass wir so eine Wasserfassung aufgeben müssen? Und ist der Prozess also reversibel? Also hat der Landwirt eine Möglichkeit, in der Zusammenarbeit mit dem Wasserversorger diesen Prozess zu stoppen, was ja eigentlich im Interesse aller liegt. Ne? Die Erkenntnisse, sage ich mal, liegen uns jetzt vor, gerade bei dieser Wasserfassung und bei anderen Wasserfassungen auch. Und da muss man jetzt anfangen und sagen, gut, es gibt eine neue Düngeverordnung, wie wird die überwacht? Ne? Wie
Also wie kommen die Aufsichtsbehörden hinterher? Welche Effekte bringt das? Ne? Und wie entwickelt sich das weiter? Also das vielleicht mal dazu. Und ein anderes großes Problem, was also auch flächendeckend auftritt, sind die Pflanzenschutzmittel, die mittlerweile also fast in jeder Wasserfassung bei uns im Zweckverband, und das ist bei anderen nicht anders, bloß ich will nicht über andere reden, das sollen die selber tun, nachweisbar sind. Sie führen noch nicht dazu, dass das Wasser nicht mehr verwendet werden kann oder dass Wasserfassungen aufgegeben werden müssen. Bei uns ist es jedenfalls noch so. Aber sie sind nachweisbar. Das hängt also auch mit der Analytik zusammen, was ich vorhin sagte, dass es viel besser messbar ist. Und man muss reagieren und muss sich überlegen, was man in Zukunft will. Das ist das, was Sie ansprachen. Wenn man der Meinung ist, man muss unbedingt so weitermachen, aus Gründen, die muss jeder für sich selber entscheiden, der also produziert und der also oberhalb des Wasserleiters tätig ist, würde ich mal ganz umfassend sagen, das ist nicht nur der Landwirt, das sind also auch die Straßen, die im Winter gesalzen werden, und also es gibt noch mehr Einflüsse, das muss man auch ganz klar sagen. Und wenn man diese Einflüsse beschränken will, dann muss man handeln. Und das ist also auch Aufgabe der Überwachungsbehörden, da entsprechende Gesetze zu schaffen und zu agieren. Danke. Da komme ich zu Frau Wojtek, die uns sicherlich was zu den Behördenaufgaben, zu den Überwachungen, glaube ich, sagen kann und wie aus ihrer Sicht da der Stand ist. Ja, also ich bin tätig bei der unteren Wasserbehörde. Wir sind also grundsätzlich zuständig für die Gewässeraufsicht. Das betrifft sowohl das Grundwasser, von dem wir ja heute hier primär reden, und aber auch für die Oberflächengewässer. Das hört sich erstmal so an, als wenn wir für alles zuständig sind. Wir überwachen auch die Rohwasserbeschaffenheit, also die Beschaffenheit des Grundwassers, aber das auch erst seit 2011, sodass, wie Herr Zobel schon gesagt hat, wir haben nicht wirklich Vergleiche, also Langzeitvergleiche, auf die wir bauen können. Die Wasserversorger haben zwar schon seit Beginn ihrer Tätigkeit irgendwelche Programme, Parameter beprobt. Da haben wir auch Langzeitreihen, da sehen wir aber in den meisten Fällen nicht wirklich Trends. Also wir haben Wasserfassungen, da sehen wir Trends, wir haben aber auch welche, da ist es alles relativ stabil. Das kommt, wie gesagt, auch darauf an, auf die Geschütztheit, ob wir eben aus dem oberen Grundwasserleiter gefördert wird oder aus tieferen, wo sich dann doch die Sachen teilweise noch abbauen. Was eben vor 2011 kaum untersucht wurde, sind Pflanzenschutzmittel. Das muss man, glaube ich, so sagen. Oder haben Sie? Das ist erst seit 2011 überhaupt aufgenommen worden, aber auch nur, wenn Auffälligkeiten im Trinkwasser waren. Und seit 2017, also auch im vergangenen Jahr, ist es zur Pflicht geworden, erstmal Pflanzenschutzmittel in breiter Palette zu untersuchen. Nach der Vorlage der Ergebnisse aus 2017 muss man sagen, wir haben einzelne Befunde, einzelne. Nicht in jeder Wasserfassung, nicht in jedem Brunnen. Es sind Befunde da, die aber weit unterhalb der gesundheitlichen Orientierungswerte liegen. Es gibt da keine Grenzwerte, das heißt gesundheitliche Orientierungswerte. Das ist also das, wo wir eigentlich überhaupt keine Möglichkeiten haben. Nee, überhaupt keine kann man nicht sagen, ist die Überwachung der landwirtschaftlichen Nutzung. Da gibt es nämlich ganz andere Aufsichtsbehörden, und das ist das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt, das STALU, Abteilung Landwirtschaft. Mit denen arbeiten wir zusammen. Aber wie gesagt, wir als Wasserbehörde können nicht die Düngung überwachen. Wir können auch nicht den Einsatz der Pflanzenschutzmittel überwachen. Dafür gibt es wieder das Landesamt für Pflanzenschutz. Also wir überwachen das Grundwasser, aber nicht wirklich die Nutzung oberhalb. Wir arbeiten, wie gesagt, mit den Behörden zusammen. Wir arbeiten auch mit den Bauern zusammen. Aber wir haben keine rechtlichen Grundlagen, um gegen die landwirtschaftliche Nutzung irgendwo vorzugehen. Das ist so. Das ist also unsere Arbeit. Gut, dann gebe ich Herrn Hartmann das Wort. Die Bauern, das ist ja hier jetzt ein bisschen angesprochen worden schon, die Landwirtschaft wird ja auch in der Bevölkerung, sage ich mal, an der Stelle doch mitunter recht stark von angefeindet.
Und da freue ich mich, dass Sie hier dann auch Stellung beziehen für die Bauern. Wie stellt sich das aus Ihrer Sicht dar? Ich bedanke mich erstmal für die Einladung. Ich war eben ganz froh, Herr Zobel, dass Sie ja so in dem Moment nicht nur die Landwirtschaft hingestellt haben, sondern es gibt auch andere Punkte, wo das Trinkwasser mit belastet wird. Und es ist bei der Fassung in Grimmen ist die nächste Frage, mir ist diese Fassung selber nicht bekannt, ist das eine Fassung, die das Wasser alleine von landwirtschaftlichen Flächen zieht oder ist das Fassungsgebiet größer, ist das auch bewaldet oder ist dort auch eine Bebauung da? Das sind alles Sachen, die müssten, glaube ich, dann mit erwähnt werden, wenn man über diese Wasserfassungen spricht. Dass die Wasserfassungen mit einer geringen Abdeckung, wie auch der Sunnische Berg, Probleme machen, ist, glaube ich, hinreichend bekannt. Und wir stehen da ja auch im engen Kontakt mit Frau Wojtek. Und erkundigen uns da immer wieder neu, wo gibt es Probleme, wo könnte man irgendwo etwas ändern, damit das Wasser nicht geschädigt wird. Weil eins müssen wir mal klarstellen, wir sind ja nicht nur Landwirte, sondern wir sind auch Nutzer des Trinkwassers. Auch wir möchten gern sauberes Trinkwasser haben. Und wenn wir hingehen und unsere Pflanzen ernähren, die möchten nun mal, wie wir eine Scheibe Brot, möchten diese Pflanzen nun mal Stickstoff auch mit dabei haben. Oder Phosphor oder Kali. Und das ist die Ernährung der Pflanzen. Und wir möchten unsere Pflanzen natürlich nicht verhungern lassen. Aber alleine die preisliche Situation lässt uns gar keine Chance dazu zu sagen, dass wir einfach nur, nimm mal so viel wie du möchtest, und der Rest, der geht ins Grundwasser, das geht nicht. Es ist preislich nicht möglich. Es ist für uns ein Wirtschaftsgut, was wir einsetzen, um die Pflanzen zu ernähren, was wir auch teuer bezahlen müssen. Und deswegen sind wir auch angebunden und nicht nur preislich, sondern auch gedanklich angebunden, umweltmäßig angebunden, dass wir sagen, wir geben den Pflanzen so viel, dass die Ernährung stimmt und nicht im Übermaß. Das heißt aus Ihrer Sicht, wenn ich da mal nachfragen darf, aus Ihrer Sicht sind, sage ich mal, Nitrateinträge entweder aus, ich sag mal, alten Zeiten oder sind aus ich sag mal, nicht pflanzenverfügbaren Maßnahmen. Also Sie sind ja da, also die sind ja wohl messbar, das können wir jetzt nicht wegdiskutieren. Wir haben sicherlich Probleme, wenn wir Wirtschaftsjahre nehmen, wo wir hingehen und sagen, okay, ich führe jetzt eine Düngung durch. Und dann haben wir Wetterprobleme, dann führt es auch zur Auswaschung. Das ist zum Teil nicht vermeidbar. Aber jeder hat sicherlich das Bestreben, diese Sachen so gering wie möglich zu halten. Gut, Helge Eggersmann. Ja, warum sitze ich hier und habe das mit organisiert? Ich war über 20 Jahre technischer Leiter beim und Entsorger und unter anderem auch mit Trinkwasser verantwortlich. So, und deshalb liegt mir das immer noch an Herzen, obwohl ich jetzt was ganz anderes mache. Und ich komme aus Riffnitz-Damgarten und da gibt es wirklich Probleme, weil Wasserfassung haben Sie schon mal angesprochen, hier, Sonnische Werk musste ganz aufgegeben werden. Dann gibt es Teilbrunnen oder es gibt Brunnen in einer anderen Wasserfassung, Parizin. Genau das gleiche Problem. So, und wenn wir das jetzt sehen, wie die Wasserfassungen verteilt sind, direkt an der Küste, da sind die recht klein, weil dort auch wiederum durch die Ostsee, zum Beispiel wenn ich in Darßer Wald sehe, da ist eine Wasserfassung, da kann ich aber nur begrenzt fördern. Genau das gleiche ist in Wustrow, Ahrenshoop. Ne, weil, wie gesagt, da ist, ich sag mal, eine Wasserflasche und mehr darf nicht rausgenommen werden. So, das Problem ist dann, wollte die Boddenland oder ist dabei in Detmolds-Hochkölzow eine neue Wasserfassung mit Wasserwerk zu errichten. Und muss dann natürlich Ersatz schaffen und das Wasser bis Fischland, das Zingst, transportieren. Ne? Das heißt,
es müssen Leitungen gebaut werden und dann natürlich auch Pumpwerk und so weiter. Das sind natürlich alles Investitionskosten. So, und da hat der Bürgermeister, der hat uns nach Köln so dann gesagt, es kann ja wohl nicht sein, dass das alles auf unseren Rücken ausgetragen wird. Denn wir haben ja jetzt in der Gemeinde Nutzungseinschränkungen. Ne, das betrifft bauliche Sachen, weil im Trinkwasserschutzgebiet nicht gebaut werden darf, und natürlich auch landwirtschaftliche Einschränkungen. So, und da geht das schon los, da ist schon der erste Ärger vorprogrammiert. Ne, natürlich ist es so, es gibt viele Beispiele, zum Beispiel in Oldenburg. Die haben aber schon in den 80er Jahren hatten die massiv Probleme mit Nitrat und Phosphat und sind dann beigekommen, aber da gab es noch ganz andere Preise der Agrarflächen und haben aufgekauft. Wir haben gesagt, okay, wir kaufen die Fläche selber und die Nutzung wird dann zum Beispiel Weideland nur noch sein. Und das eingeschränkt und hat das dann wiederum an Landwirte verpachtet und kontrolliert das. Das sind ja auch Möglichkeiten, die man diskutieren sollte, ne? Weil es ist doch klar, wenn so ein Landwirt dann Einschränkungen hat, dann hat er natürlich auch wirtschaftliche Auswahl. So, und da muss auch irgendwo die Politik dann auch sagen, okay, wir haben diese Probleme, ob man da irgendwo einen Ausgleich herstellen kann. Ne? Also das ist ja so mein Ansatz, wo ich sage, man kann nicht halt dem Landwirt das alles aufbürden, ne? Denn es ist ja so, wenn ich ein Grundwasser, also nicht abgedeckten Grundwasserleiter habe, dann und dort Inhaltsstoffe ausgeschwemmt werden, die werden ja auch teilweise noch gefiltert und gelangen dann erst nach Jahrzehnten in den Grundwasserleiter. Ne? Also kann man sich vorstellen, wie lange das dauert, aber es kann sich auch potenzieren, die ganze Sache. Dass man sagt, okay, wir müssen mehr Augenmerk auf den Schutz des Trinkwassers machen. Gut, vielen Dank. Bis dahin zu den Geschichten. Hat jemand aus dem Publikum da jetzt zunächst mal vielleicht eine Frage mit dem Kreis? Ich würde zwei Fragen. Ist unser Vergleich, unser Wasser im Vergleich zu Schleswig-Holstein weniger belastet, weil man dort von extrem hohen Belastungen hört? Und das Zweite ist, wie ist die Frage Radium, dieser Stoff, der jetzt erst festgestellt wird bei uns, involviert oder vorhanden? Ja. Also es gibt eine Trinkwasserverordnung, die legt fest, welche Grenzwerte also bestehen dürfen oder wie das Trinkwasser beschaffen sein muss. Von daher ist also erstmal das, was aus dem Wasserhahn kommt, sehr ähnlich in der Zusammensetzung oder sollte von den Schadstoffen sehr ähnlich sein. Von der Vorbelastung ist es sicherlich unterschiedlich, kann ich so aber nicht hundertprozentig sagen. Ich weiß nur so das, was im Prinzip alle wissen, der Fibesatz ist teilweise dichter und da, wo Konzentrationen an Fibesatz sind, haben sie natürlich mehr Schadstoffeinträge und größere Probleme. Das ist einfach so. Vielleicht nochmal generell zu dieser Diskussion hier. Ich versuche ja auch immer die Position des Landwirts zu verstehen, weil es hat keinen Zweck. Das hatte ich ja vorhin schon mal erklärt. Wir sind in einem Flächenland und es hat keinen Zweck, wenn ich mich jetzt auf die Hinterbeine stelle und sage, hier, das geht gar nicht mehr oder so, weil der Landwirt will ja produzieren. Ich kann ihm ja nicht seine wirtschaftliche Grundlage nehmen. Das ist sowieso nicht meine Aufgabe. Das müsste der Staat machen, wenn er der Meinung ist, also die Gesetzgebung, wenn sie der Meinung ist, dass da irgendwas konträr läuft. Also das können wir Verbände sowieso nicht machen. Aber wir können sagen, wir haben die und die Probleme und du musst vielleicht im gegenseitigen Einverständnis das und das tun, damit das sich nicht verschärft. So ist die Herangehensweise. Und der Landwirt sagt natürlich, du, ich darf so und so viel Dünger ausbringen und ich darf so und so viel spritzen. Das halte ich ein. Ja? Da gehen wir auch mal von aus, dass es tatsächlich bei 80% der Landwirte so ist. Probleme kriegen sie an den Stellen, wo ein hoher Viehbesatz ist, wo eine große Anlage ist, wo ein paar tausend Schweine stehen oder so und wo es dann richtig viel Geld kostet, den Dünger, der dort anfällt, zu verteilen. Und ich glaube, das sind die Stellen, die auch extrem oder intensiver kontrolliert werden müssen. Weil ich denke, da klemmt es denn auch oftmals. Und da ist auch, denke ich, manchmal kriminelle Energie im Spiel, weil es da um sehr viel Geld geht. Und da bin ich der Meinung, sind die Behörden absolut überfordert.
Frau Wojtek, ich darf die Frage noch mal ein Stückchen an Sie weitergeben, auch hinsichtlich Radium. Liegt Ihnen da, liegen Ihnen da Informationen vor? Ist kein Überwachungswert, meiner Meinung nach. Aber fürs Trinkwasser, ich sag mal so, fürs Trinkwasser ist prinzipiell das Gesundheitsamt zuständig. Wir überwachen das Rohwasser und auch bei dem Rohwasser ist Radium nicht dabei. Nee. Also es ist kein Thema, aber das sag ich mal. So. Herr Zobel, darf ich? Ja, natürlich. Herr Zobel, was schätzen Sie, wie hoch ist der Viehbesatz im Kreis Vorpommern-Rügen? Pro Fläche oder was? Also der ist verschwindend gering, das weiß ich. Deswegen, also wenn wir hier von Wasserfassungen reden, und wir reden hier von Viehbesatz, also von Fäkalien, die von landwirtschaftlichen Tieren kommen, dann sollten wir wirklich die Kirche im Dorf lassen. Ja, ja, aber ich denke, weil wir sind hier dabei, ich habe die Zahlen mir einfach heute mal rausgesucht. Mhm. Bei uns stehen 32 Rinder auf 100 Hektar. Das ist 0,16 Rinder auf einem Fußballfeld. Bei uns stehen 20 Schweine auf 100 Hektar. Das ist 0,1 Schwein auf einem Fußballfeld. Nur mal so als Größenordnung. Fußballfeld kann man sich besser vorstellen wie ein Hektar. Bei Hühnern sind wir bei 0,04 Hühner auf dem Fußballfeld. Das ist auch gar nicht das Problem. Ich habe es ja auch erklärt oder ich habe ja auch gesagt, was ich damit meine. Ich meine damit, dass ich die Beobachtung gemacht habe und die kann auch jeder oder wird der ein oder andere sicherlich auch schon gemacht haben, dass um einen Stall herum, wo eben sehr viele Schweine stehen und wo auffälligerweise jedes Jahr Mais steht, also die Gülle in erhöhtem Maße ausgebracht wird. Und da würde ich sagen, sind die Punkte, die kontrolliert werden müssen. Weil ich der Meinung bin, dass also sicherlich 80% der Landwirte ihren Job gut machen. Aber ich denke mal, gerade da muss man gucken. Und das ist das auch, was Unmut in der Bevölkerung schafft, wo dann auch die entsprechenden Anrufe kommen, über die sich dann auch beklagt wird, sicherlich auch teilweise zu Recht. Ne? Aber ich denke, das muss untersucht werden. Und da habe ich den Eindruck, das wird nicht ausreichend untersucht. Ich glaube, da sind wir auch komplett einer Meinung. Also eine vernünftige Fruchtfolge, die gehört auf dem Acker. Genau. Egal wo. Ich habe da vorne eine Wortmeldung. Also ich fand, Herr Zobel hat jetzt versucht, der Differenzierung gemacht, was ich sehr begrüße. Ja. Weil die Frage pauschal, was Land verteilt, genau, das hilft uns nicht weiter. Ich würde vor dem Hintergrund Herrn Hartmann fragen, ob Sie die Einschätzung teilen, dass die Konzentration von Anlagen mit einem Tierbesatz an einem Standort von mehreren tausend Tieren, mehreren Schweinen oder ähnlichem, möglicherweise zu Problemen führt oder ob Sie da auch der Einschätzung sind, so wie Herr Zobel das jetzt gerade ausgeführt hat, dass diese Probleme da auch nicht vorhanden sind. Nein, ich würde die Probleme auf gar keinen Fall abstreiten. Ich bin davon überzeugt, dass es sicherlich da auch zu Problemen kommen kann. Aber wir müssen dann hingehen und müssen auch fairerweise sagen, dass wir einen gewissen Viehbesatz brauchen, um irgendwo ja auch nicht nur das Trinkwasser, sondern auch die Ernährung sicherzustellen. Und wir sitzen ja eigentlich in einer Runde, glaube ich zumindest, von Bürgern, die es sehr begrüßen würden, ortsnahe Produkte zu verwerten. Und wenn wir davon reden, dann können wir nicht sagen, wir möchten die Milch irgendwo aus Süddeutschland haben oder wir möchten das Fleisch irgendwo anders haben, damit wir hier keine Stallanlagen haben. Und wir haben uns vorhin gerade im Vorfeld darüber unterhalten, wir waren uns einig drüber, egal wer es gesagt hat, wir finden kein Personal. Das heißt, der Zwang zu größeren Anlagen, einfach nur, weil es arbeitsmäßig gar nicht mehr zu schaffen ist, der ist einfach gegeben, um eine Produktion sicherzustellen. Und wenn wir jetzt die einzelnen Betriebe natürlich sehen, wenn Sie heute einen großen Betrieb aufteilen würden in mehrere kleine Ställe, dann müssten Sie auch die Leute haben, die diese Ställe wirklich bewirtschaften. Und wir bräuchten ein Genehmigungsverfahren, das den Hirten sagt, jawohl, wir möchten auch in jedem Dorf wieder einen neuen Stall bauen. Selbst das ist alles problematisch. Meiner Meinung nach. Also wir merken gerade, das Thema hat natürlich viel überhaupt mit den ganzen Strukturen der Landwirtschaft zu tun, aber das führt jetzt, glaube ich, dann doch zu weit. Ich habe jetzt ein bisschen verpasst. Da vorne war eine Wortmeldung und da war eine Wortmeldung. Und hier. Okay, alles klar. Okay, dann machen wir erstmal hin.
Hast du das nicht? Dankeschön. Ja, dann will ich mal gleich mal ein Thema aufgreifen, was wir auch im Ausschuss hatten. Sie sagten so schön, die meisten wollen ja gerne Produkte aus der Region essen. So, und wir hatten eine Veranstaltung, da war auch der Terrorismus, wollte ich schon sagen, Tourismuschef von Das Hingst und Umgebung dabei. Und da habe ich dann die Frage gestellt, wie sieht es denn damit aus? Ihr habt ja viele Kurbetriebe, Hotels und so weiter und so fort. Und ich weiß, die Leute, die in Urlaub fahren, möchten auch gerne die Produkte aus der Region haben. Ja, sagt er, das ist schwierig. Da müssen wir von woanders jetzt einkaufen, weil wir hier nicht genug bekommen von den Anbietern. Ne, das ist ja auch so, man nimmt ja nicht einfach mal, eine Zuckerrübe und bringt die dann dorthin. Ne, es muss ja meist verarbeitet werden. So ist es zum Beispiel auch mit Fleisch und Milch und so weiter und so fort. Aber das wäre doch mal auch mal eine Möglichkeit zu prüfen, inwieweit dort der Bauernverband auch mal das Gespräch mit den touristischen Anbietern findet, um direkt auch diese dann zu beliefern. Was für Möglichkeiten gibt es, ne, um das vielleicht mal in die Diskussion einzuwerfen? Ich bin jetzt mal die Worte. Ich möchte noch mal Nitrat, Phosphat, Nitrite. Eine Sache, die zweite Sache sind Pflanzenschutzmittel. Klar, alle Welt redet über Glyphosat als der Aufhänger. 2016 hat und mit Unterstützung des BUNDs haben wir in Mecklenburg-Vorpommern 24 Wasserproben, Trinkwasserproben gezogen und zwei Oberflächen Wasserproben. Und da kann ich Sie nur bestätigen, Herr Zube, in diesen 24 Proben waren, ich glaube, 6 oder 7, wo Glyphosat nachweisbar war, aber weit unter diesem Schwellenwert. Das ist erstmal eine gute Nachricht, denke ich. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite sehe ich, dass dieser Stoff überhaupt nichts mit Trinkwasser zu suchen hat, weder Trinkwasser noch Nahrungsmittel, egal in welcher Konzentration. Das Problem ist, dass in diesen zwei Proben des Oberflächenwassers die Glyphosatwerte, nach diesen Glyphosatwerte, das 250-fache dieses Schwellenwertes überschritten haben. Und das war nicht kurz nach dem Segatieren einer Fläche oder des Abspritzens einer Fläche, sondern mitten im Jahr. Und da ist natürlich die Frage, wie lang ist der Zyklus, würde mich mal interessieren, der Zyklus des Wassers von Oberflächenwasser in Schichtungen, die eventuell dann für Trinkwasser genutzt werden. Und die dritte Sache, was mich richtig ärgert, und das ist ein grundlegendes Problem der Landwirtschaft, nicht der Bauern selber, sondern der Zulieferer für chemisch-synthetische Wirkstoffe, die immer wieder sagen, Glyphosat baut sich nach einer bestimmten Zeit X, wie auch immer, vollständig ab. Und das ist einfach nicht wahr. Gut, auf die eine Frage vielleicht, kann da jemand direkt antworten, wie lange das... Ja, das ist ganz unterschiedlich. Wir hatten das ja vorhin schon erläutert. Das hängt von der geologischen Situation ab, von der Tiefe der Brunnen, von der Abdeckung, also von 5 bis Jahren, bis 100 Jahre oder noch älter. Ganz unterschiedlich. Und ich hatte das vorhin ja angeführt. Wir haben, wie gesagt, diese Wasserfassung, die schlecht abgedeckt ist, wo wir eben relativ schnell, also auch die Ergebnisse der letzten 10 Jahre so vor Augen haben und wo wir schon Trends ableiten können. Gut. Frage. In den letzten Wochen waren vermehrt Berichte zu sehen, dass vor allem in der Nähe von großen Massenviehanlagen auch in den Gewässern multiresistente Erreger nachzuweisen sind. Aus diesem Bericht habe ich auch herausgenommen, dass quasi in der Geflügelmast ein Antibiotikum eingesetzt wird, was bei uns Menschen ein Notantibiotikum ist, weil wir alle anderen versagt haben. Da ich davon ausgehe, dass das bei uns in der Region auch sein wird, dass man dann vermehrt in den Gewässern
dass eben das nachweisen kann, wie kann da Abhilfe geschaffen werden, dass wir das nachher nicht im Trinkwasser haben. Weil das aus der Reportage ging heraus, dass die gegenwärtigen Reinigungsmaßnahmen das nicht herausbekommen können und das im Trinkwasser landet, diese Erreger eben. Tja, wer kann die Frage beantworten? Das ist an sich die gleiche Thematik, die Herr Zobel eben gesagt hat, wie und ob die Stoffe aus dem Oberflächengewässer in das Grundwasser gelangen, hängt von den geologischen Verhältnissen ab. Die Frage ist, ob es nicht eher Richtung Ostsee fließt als ins Grundwasser. Die Abdriftung ins Grundwasser ist doch nur ein geringer Teil. Überwacht wird das, glaube ich, derzeit gar nicht. Ist mir nicht bekannt, ist es in irgendwelchen Messprogrammen gelistet ist. Was kann man machen? Keine Ahnung. Wenn sie nicht verboten sind, ja, also ich weiß, ich kann dazu auch keine Antwort geben, wenn die Wasseraufbereitung, Sie sagen es ja selber, wenn bekannt ist, dass die Wasseraufbereitung das nicht rausholen kann, dann kann man es ja auch schon vorher nicht rausholen. Reinigungsstufen, ne? Also das wird dann schon. Also was prekär ist, ist ja, dass es, wie Sie sagten, dass es in der Ostsee landet, beziehungsweise eben auch über Flüsse und Bäche in Badegewässern. Ja. Da treibt sich der Rund auf. Ja, es ist ja nun mal so, wir haben hier in der Region oder bei uns im Landkreis sind ja die Flächen hochgradig drainiert. Das muss man ja mal so sagen. Und was? Trainiert. Trainiert. Und diese Drainagen schützen an sich das Grundwasser, das muss man auch so sagen, weil vieles eben, aber dann läuft es in die Oberflächengewässer, das ist das Problem. Also wenn wir sandige Böden hätten, würden wir wahrscheinlich viel schlechteres Grundwasser haben, weil die Flächen eben nicht trainiert werden, dass dieses Erfordernis nicht da ist und dann würde alles ins Grundwasser gleich durchrutschen. Hier haben wir, aber wir haben es im Oberflächengewässer und da wollen wir es auch nicht haben. Das ist das Problem. Es löst sich nicht in Luft auf. Ja, also wie kann das seine Abhilfe schaffen? Da kann an sich nur, ich sag mal, da muss man ja an der Ursache wirken. An der Ursache, nur an der Ursache. Dass man, ich sag mal, da doch weiter, dass da weiter geforscht werden muss, welche Mittel kann man einsetzen, die auch irgendwo nicht wieder im Naturkreislauf landen. Ne? Sondern einfach nur da, wo sie wirken sollen. Aber da sind wir alle nicht die richtigen Partner. Ich glaube, da kommen wir gleich noch zu solchen Fragestellungen. Ich habe aber da hinten jetzt erstmal eine Antwort. Ich hätte jetzt vielleicht noch eine Antwort auf die Frage, weil so. Eine Aussage dazu, zu diesen Antibiotika-Problematik. Ich will jetzt keine Fragen, okay. Aber das würde sicher sonst wieder verlaufen. Es ist so, dass dieses Problem des Umgangs mit Antibiotika in der Tiermasse insbesondere Tierhaltung auch schon erkannt wurde und dass es auch letztendlich lange Zeit ein relativ sorglos, ich sage es mal vorsichtig, einen relativ sorglosen Umgang mit Antibiotika gab in Tierhaltung. Aber mindestens seit 4 Jahren ist da ein Umdenken erfolgt, auch gesetzlich reglementiert ein Umdenken erfolgt, dass Landwirtschaftsbetriebe, also tierhaltende Betriebe, die Antibiotika in der Tierhaltung in ihren Tierbeständen einsetzen, das ganz restriktiv machen müssen, dass die darüber Rechenschaft ablegen müssen und es gibt auch Werte, die sie nicht überschreiten müssen, die auch immer weiter zurückfahren. Also es wird immer dann gemessen, wie viel wurde eingesetzt. Ich weiß nicht, vielleicht könnte Dr. Wotter da noch was zu sagen, denn wir haben noch Puten, wo das eben ein ganz großes Thema ist. Also wir haben da ein praktisches Beispiel nochmal dazu. Also das wird immer weiter zurückgefahren und auf den Einsatz dieser sogenannten Reserveantibiotika, die Sie angesprochen haben, die Notantibiotika, sagten Sie, da wird weitestgehend ganz drauf verzichtet. Also das ist eigentlich kein Thema mehr in den letzten Jahren. Aber das muss sich natürlich auch erst etablieren. Und 4 Jahre sind ja schon mal eine Zeit und es ist weiter am Laufen und der Einsatz wird immer weiter zurückgefahren und auch weiter reglementiert. Da achten die zuständigen Kreisveterinäre ganz akribisch drauf. Und ich denke, dass das auch eine Erfolgsgeschichte ist, ne, die wir da vorzeigen können. Natürlich wird sich das nicht von einem Jahr aufs andere dann zeigen oder die Besserung dann eintreten, aber der Trend ist halt schon da. Ne? Und wir wissen, wie sensibel das Thema ist, das weiß jeder Landwirt und Herr Hartmann hat es ja auch sehr
anschaulich gesagt. Die Landwirte sind auch Bürger, die vielleicht betroffen sind mal von so einem Fall, von der Sepsis oder so, und dann auf eine Entschuldigung angewiesen sind. Und deswegen denkt jeder auch da ganz sensibel darüber nach, auch zum Wohl der Familie. Gut, vielen Dank für den Beitrag. So, jetzt ist der Herr Renning. Frage an die Anforderungen von den Wasserfassungen. Sind die in Mecklenburg Vorkommen überall gleich oder ist es abhängig von dem Untergrund, von dem Boden, von der Filterfähigkeit, von dem Boden? Ja, genau. Manchmal wundere ich mich, wie dicht die Äcker an einen Boden herangeführt werden. Das sind ein paar Meter. Ja, das ist unterschiedlich. Also es ist schon so, wie die geologische Beschaffenheit ist, wie das Wasserreservoir ist, wie die Entnahmemengen sind, das wird berechnet und wird dann festgelegt, ne? Entsprechend die Schutzzone. Und es ist so, dass die Schutzzonen jetzt auch überarbeitet werden auf Antrag des Wasserversorgers. Das versucht man seit vielen Jahren in Mecklenburg-Vorpommern. Das Problem ist, die Wasserversorger haben die Anträge gestellt, aber das Umweltministerium als oberste Wasserbehörde kommt da nicht recht hinterher. Und das wiederum ist ein Problem für die Landwirte, weil die Landwirte dann nicht genau wissen, was dürfen sie tatsächlich auf ihren Äckern in dem Bereich der Schutzzonen tun. Weil, also es muss einfach eine gesetzliche Grundlage her, die 100% wasserdicht ist. Ne? Dass man da sich nicht ins Gehege kommt. Und das ist wieder ein Problem, wo es klemmt bei uns im Land, wo die Landesregierung also definitiv und die entsprechenden Abteilungen, das ist ja nicht nur das Umweltministerium, das ist auch Slum und Stalu, die dort Einfluss haben und entsprechend Leistungen erbringen müssen, dass es da klemmt, und das ist ein großes Problem. Weil es für die Landwirte teilweise auch einfacher wäre, weil es nicht nur so ist, dass die Schutzzonen generell größer werden, weil die können in manchen Bereichen auch kleiner werden, weil die zu DDR-Zeiten teilweise auch sehr großzügig bemessen wurden. Und jetzt hat man ja die Möglichkeit, mit Präzisionsmaschinen zu arbeiten und doch viel genauer auch zu dosieren und dann eben auch die Schutzzonen exakter zu fassen. Ich habe jetzt hier eine Frage. Ja, wie gesagt, ich bin ja Praktiker und beschäftige mich seit 40 Jahren mit dieser Problematik auf Rügen, und da sind vielleicht ein paar Zahlen. Eine Insel ist ja immer ein bisschen was Besonderes, dass man darstellen kann, wie sich die Entwicklung hier vollzogen hat. Wir diskutieren aus meiner Sicht hier über Probleme, die nicht von der Hand zu weisen sind, aber die für uns eigentlich nur bedingt relevant sind. Also diese Probleme treffen insbesondere eben für Oldenburger Gebiete, Niedersachsen und zum Teil auch Nordrhein-Westfalen zu. Wir haben hier einen Schienenbesatz, das wurde ja schon angedeutet, der eigentlich minimal ist, eigentlich schon, ich sag mal, für eine nachhaltige Landwirtschaft eben diskussionswürdig, aus meiner Sicht. Wir haben auf Rügen mal 100.000 Schweine gehabt, wir haben zurzeit keine 10.000 mehr. Wir haben auf Rügen 17.000 Kühe gehabt und wir haben im Moment keine 4.000 mehr. Also bloß mal ein paar Zahlen, zwei Zahlen, um zu vergegenwärtigen, was wir wirklich an Tierbestand da haben. Wenn hier gesagt wird, große Tierhaltung, dann kommt ja der Begriff Massentierhaltung, wo frage ich mal, wer kann sagen, Nordvorpommern, Rügen, wo eine Massentierhaltung besteht? Ich wüsste keine. Wir haben zu DDR-Zeiten 10.000 Schweine gehabt, wir haben jetzt noch über 2.000 Schweine auf dem Gelände, auf 8.000 Hektar. Wir hatten zu DDR-Zeiten 5.000 Kühe, Rinder insgesamt, wir haben zu 2.300. Also erstmal, und dafür, für diese Fläche, steht ja dann die Güllverwertungsfläche oder der Acker da zur Verfügung, um das auszubringen. Das Problem, das aufgetreten ist in den Vergangenheiten, ist, wie gesagt, mehr ein Problem der westlichen Länder, weil hier bis zu 3 Großvieheinheiten pro Hektar eben auf dem Standort haben. Wir haben keine 0,3, wurde ja hier gesagt, sind damit nicht in eine förderfähige Kulisse gekommen, weil es eben nicht genug Tiere da sind. Also es sind Widersprüche, darauf wollte ich kurz hinweisen. Dann zu der ganzen Problematik hier Antibiotika-Einsatz. Also es ist wirklich so, wir betreiben seit 2000 eine Buddenhaltung. Es sind 10.000 Tiere wurden mal eingestellt in diese ehemalige Schweinemastanlage und haben dann natürlich
und bei der Konzentration hin und wieder auch mit Antibiotika gearbeitet. Aber man muss wirklich sagen, durch das Management, durch das Herangehen und durch die Obacht haben wir es eben geschafft, die Einsatzmengen um mehr als die Hälfte eben zu senken und nur noch ganz vorgegebene Medikamente eben einzusetzen. Und man muss auch dazu sagen, das wird eben rigoros eben und berechtigt überprüft. Das ist heute so, das wird alles per Internet wird eingegeben. Ich weiß nicht, wie man sich eben die Kontrolle vorstellt. Das ist heute kein Pillenballe mehr, sondern man muss, wenn man das eben bekommt, das Medikament wird es eben registriert und wird sofort gemeldet per Internet, wird eingestellt. Das ist eine zentrale Datenbank, da wird das eingepflegt. Und wenn das eingesetzt wird, wird es nur eingesetzt auf Geheiß des Tierarztes, der muss die Anweisung geben und dann wird es sofort als Verbrauch an die Datenbank gemeldet. Das ist heute, wenn man immer so hört, hier ist alles nicht kontrolliert und da müssen wir mal hintergucken, ist normalerweise aus der heutigen Sicht nicht der Fall. Muss man ganz eindeutig sagen, da wird sehr viel Obacht drauf gegeben. Und dann auch zum Einsatz der Gülle. Wir haben ja zum großen Teil gar keine Gülle mehr, sondern die Probleme, die auftreten und die diskutiert werden, die stammen eigentlich immer aus den Biogasanlagen. Jetzt verstärkt in der Diskussion, weil die ja im Schweinehalter bauen kein Mais an, muss ich immer wieder sprechen. Ne? Die Mais-Silage frisst kein Schwein. Und das ist garantiert eine Folge des Aufbaus von Biogasanlagen, dass da nachher der Maisanbau eben so konzentriert wurde. Da kann ich auch was zu sagen. Also, wir haben die Zahlen ja von DDR-Zeiten an. Wir bauen auf 5% der Fläche an Mais an. Und heute noch. Das hat sich zu DDR-Zeiten überhaupt nicht geändert, weil sich einerseits der Ertrag eben verbessert hat, auf der anderen Seite der Tierbestand so viel abgesenkt wurde und zum Dritten ist es eben so, dass die Erträge eben merklich gestiegen sind. Wir haben heute Maiserträge, die fast doppelt so hoch sind wie zu DDR-Zeiten. Also bloß mal dargestellt, aber aus meiner Sicht ist es so, dass wir über Sachen diskutieren, die eigentlich, ich sag mal, nach Oldenburg und nach Nordrhein-Westfalen gehören, bei uns nicht nötig werden. Ich würde nicht Abrede stellen, dass auch mal gesaugt wird, hier und da. Und nochmal zur Präzision, die hatten Sie ja schon angesprochen, also wir fahren ja heute Spritzen und Bestelltechnik, alles mit DPS-Sender und die arbeiten, da muss man sich mal vorstellen, auf 2 Zentimeter genau. Wir haben da sicherlich schon mal eine Drillspur gesehen, die Schnur gerade, die gezogen ist und da gibt es keine Überlappung und da gibt es auch keine Überspritzung. Wenn der eben mit der Spritze rausfährt, dann werden die einzelnen Teilbreiten, das sind immer 3 Meter, die werden nacheinander abgeschaltet. Das gibt es nicht mehr. Was uns viel mehr Sorgen bereitet, sind Gesetzeslagen, die uns eigentlich richtig erregen. Wir haben seit Jahren Randstreifen an Gewässern eben gehalten. 10, 15 Meter. Und das ist auf einer gesetzlichen Grundlage, können wir überall in dem Territorium eben beobachten, ist eben da eine Gesetzeslage herausgekommen, die besagt, wenn ich das länger als 5 Jahre eben als Randstreifen nur mit grün bewirtschaftet, also Gras oder Aufwuchs, dann fällt es automatisch in Grünland zurück und das bedeutet eine Wertminderung von über 70%. Und da hat natürlich kein Bauer achten können, sondern hat rigoros eben Umbruchs eben getätigt und hat damit, was wir jahrelang aufgebaut haben, gerade im Pflanzenschutzbereich sind da ja Abdriftungen und so unterbunden worden, würde ich nicht sagen, aber es sind vermindert worden, ist kontaktiert in Größen worden. Und das, sagt man, wir erzählen die ganze Zeit und über sonst was von Kleinigkeiten, aber was im Großen schief läuft, das spricht kein Mensch an und das verstehe ich nicht. Das sind eigentlich die Sachen, die uns sehr eben helfen, da eben weiterzumachen. Ein anderes Beispiel ist aus der Gegenwart, wenn wir dazu animiert werden, eben mehr Limonosen anzubauen und im nächsten Moment ein Beschluss kommt, dass keine Pflanzenschutzmittel mehr eingesetzt werden können, dann kann ich nur sagen, also die Leute wissen nicht mehr, wovon sie reden. Also ich habe den Eindruck, da werden Gesetzeslagen eben geschaffen, die mit der Praxis überhaupt nichts mehr zu tun haben. Und da will ich doch
als Schluss zum Glyphosat, wenn wir das tatsächlich so hinkriegen, dass wir das Glyphosat verbieten, dann machen wir unsere ganze konservierende Bodenbearbeitung machen wir kaputt damit. Wir haben in den letzten Jahren, wenn wir das machen, 3000 Hektar, haben wir nur noch für die Gerste, das sind 300 Hektar, haben wir nur noch den Flug eingesetzt. Und wer das kennt, Rotenkirchen sind auch leichte Standorte, der weiß vielleicht noch, zeitweise war die 96 in Sand, Schanzen eben unterlegt. Ist in den letzten Jahren nicht mehr vorgekommen. Haben wir alles hingekriegt. Jetzt wird das verboten und wir werden sehen, was dabei rauskommt. Wir sind gezwungen, wieder den Flug mehr einzusetzen und haben ruckzuck diese positive Entwicklung wieder auf den Kopf gestellt. Also, verstehe aus unserer Seite nicht, aber es sind so richtige Kampagnen, die gefahren werden, die zum großen Teil aus den alten Bundesländern kommen, die für uns aus meiner Sicht hier überhaupt nicht relevant sind. Nichts gegen entsprechende Bedenklichkeiten wollen wir ausräumen, wollen wir diskutieren, geben uns auch Mühe, um das eben nicht explodieren zu lassen, aber man muss ja wirklich sagen, was da auf uns zurollt, ist bedenklich. Ne? Da werden wir nichts in der Richtung gehen, hinkriegen. Herr Möller, ich muss Sie jetzt wirklich unterbrechen. Ja, ja, ja. Sie sind sehr stark in die Landwirtschaft abgeschweift. Im Übrigen kann ich Ihnen sagen, hier finden auch Veranstaltungen für Landwirtschaft statt. Da freue ich mich, wenn Sie wiederkommen, weil wir diskutieren genau diese Themen natürlich auch. Aber dann habe ich jetzt hier erstmal eine Wortmeldung. Ja, ich habe zwei Fragen an Herrn Hartmann. Sie sprachen nun an die Stelle, welche Größenordnung die haben. Das ist vielleicht eben nicht so zentral. Ganz große Stelle. Was haben wir für Vorstellungen jetzt aus der Bauernverband heraus, was sozusagen, ich nenne es mal umweltverträglich, aus unserer Sicht umweltverträgliche Stallgrößen wären für Kuten, für Hühner, für Schweine oder auch letztendlich Kuhbetriebe? Die gibt es nicht. Die gibt es nicht. Wir könnten eins machen, wir könnten das darüber diskutieren, könnten sagen, wo fängt Massentierhaltung an? Können wir gern tun. Nein, nee, nee, Augenblick mal. Wir müssten nebenbei wirklich sagen, wenn wir eine Diskussion führen, es wird immer über Massentierhaltung gesprochen, dann müssen wir erstmal definieren, was ist Massentierhaltung. Die Größe einer Stallanlage ist variabel. Sie hängt damit zusammen, wie viel Fläche habe ich im Hintergrund, wo ich in dem Moment den Dung, in welcher Form auch immer, verteilen kann, ohne dass er umweltbelastend ist. Von der Seite, wenn ich einen großen Betrieb habe, kann ich auch eine große Stallanlage dranhängen. Ich muss nur den Dung verteilen können. Und das ist dieses Problem, was eben auch angesprochen worden ist von Herrn Möller, was eben vor 20, 30 Jahren in Vechta und Oldenburger Raum nicht getan worden ist. Man hat Stallanlagen gebaut, in Holland das gleiche Problem. Man hat Stallanlagen gebaut und die Fläche nicht dazu gehabt. Dort findet mittlerweile ein Gülletourismus statt. Nur, davon sind wir ja hier weit entfernt. Aber ich werde für meinen Betrieb, ich habe einen kleinen, relativ kleinen Betrieb für Mecklenburger Verhältnisse, auf meinem Betrieb könnte ich jetzt in dem Moment rund 300 bis 500 Großvieheinheiten halten. Also ob das jetzt ein Teil Schweine sind, ob das Rinder sind, ist dabei vollkommen egal. Weil diesen Dung kann ich auf den Flächen unterbringen, ohne dass es eine Belastung wird. Und deswegen ist diese Stallgröße für mich variabel. Ja, also ich komme sozusagen direkt an der Grenze von Krasvechta, komme ich natürlich nach der mitnehmen, wie dann die Ställe aufgestockt wurden und wie im Nachbarn Krasvechta dann von Landwirten aus Krasvechta Flächen zugepachtet worden, um eben diese Zahl so und so viele Tiere, Großvieheinheiten pro Hektar dann zu realisieren. Was dann dort dazu geführt hat, dass so die Pachtpreise zum Grünland explodiert sind. Wie das in unserem Land ja auch noch so gewesen sein. Und was ich zuletzt noch gehört habe, dass sind auch viele Gülle im Kreis Vechta und Oldenburg dann nach Vechta vorkommen worden ist, um Flächen zu haben. Darauf wollte ich gar nicht hinaus. Und ich glaube, ich habe Massentierhaltung hinaus. Sondern ich finde den Gedanken einfach gut, dass wie Sie es gesagt haben, wir wollen regionale Produkte haben. Und da kam ich halt drauf, wenn wir so wenig Stelle gibt, große Stelle gibt. Dann ist mir natürlich die Frage da, was wären in Ihren Augen dann entsprechend Größen für Stallanlagen zum Beispiel oder Hüten, um die Milchversorgung mit Rüben sicherzustellen und vielleicht in denen auch die Landwirte zu unterstützen.
das ich kenne, eben Gülle pro Hektar, also Hochdiagnose pro Hektar, das ist ein Wein. Also, das hier gar nicht mehr zu funktionieren, weil einfach dann doch die Riesengroßbetriebe, wenn ich jetzt mal. Mein Gedankengang, den ich eben gerade für mich selber geäußert habe, dann bin ich zwischen 1 und 2 GV pro Hektar, wenn ich denn diese Tiere hätte. Und das finde ich einen akzeptablen Wert, den kann ich jederzeit auf den Flächen auch runterbringen. Im Raum Vechta reden wir von 5 bis 6 GV. Okay, aber das war ja der Punkt. Gab es hier jetzt? Ich glaube, Sie hatten. Ja, ich wollte noch kurz das, was Herr Hartmann gesagt hat, in der Weise unterstützen, wie als Wasserbehörde. Wir kontrollieren ja die Landwirtschaft. Wir kontrollieren vor allen Dingen die also die Hofanlagen, sage ich jetzt mal so, nicht die Stelle, das Innere, sondern das Äußere. Und wir haben sehr, sehr, also relativ große Betriebe, da ist alles in Ordnung. Die haben entsprechend Fläche und das ist überhaupt kein Problem. Und da sehen wir auch nicht ein Problem mit denen, dass da irgendwie Überdüngung ist. Und wir haben kleine Betriebe, und da ist Kraut und Rüben. Das hängt nicht überhaupt nicht mit der Größe der Betriebe zusammen. Das hängt einfach auch mit den Menschen zusammen, die da wirtschaften. Das, denn gerade die großen Betriebe, die haben die richtige Technik, die haben die Präzisionstechnik, die können über GPS wirklich ihre Maschinen einstellen und den Restriktionen, die wir teilweise, wir reden mit den Landwirten, wir sagen ihnen auch, wo Schutzgebiete sind, wo man anders wirtschaften muss als außerhalb, weil die rechtlichen Festlegungen, die sind einfach gar nicht da. Die sind teilweise nicht da. In den Schutzzonen aus DDR-Zeiten, da steht nichts drin von Verboten. Aber da reden wir mit den Landwirten drüber und wir versuchen konstruktiv mit den Landwirten zu reden, damit wir eben auch dieses Grundwasser schützen. Und andere Landwirte, die haben gar nicht so viele Tiere, aber da... Das ging mir nicht. Frage, wo sie die sinnvoll sind. Ja. Ich habe noch eine zweite Frage, das ist auch eine Sachinformation. In der Lüneburger Heide wird viel Wasser von den Landwirten aus dem Boden gezogen, um eben ja, die Pflanzen mit dem Wasser zu versorgen. Wie ist eigentlich dieses jetzt hier in Nordvorpommern-Rügen? Wird Wasser von Landwirten für die Bewässerung gebraucht überhaupt? Oder ist das gar nicht? Also wir haben im Moment den Stand, dass wir Bewässerung haben, landwirtschaftliche Bewässerung, aber überwiegend nur da, wo Kartoffeln angebaut werden. Also Getreide noch nicht, Kartoffeln ja, aber es hält sich in Grenzen. Es ist jetzt noch nicht sehr ausgeweitet. Also ich würde sagen, auf den Landkreis bezogen ist bedeutungslos. Ja, es ist... Ich hatte da eine Wortmeldung. Ne? Ja, ich wollte kurz... mal eingehen, dass ich darauf eingehe, dass ich dafür bin, tatsächlich auch Fakten zu benennen und nicht den Eindruck zu erwecken, wir hätten da möglicherweise ein Problem. Ich will das an 2 Beispielen deutlich machen. Vorhin die Frage gestellt des Antibiotika-Einsatzes. Das, was Sie vorhin gesagt haben, ist das Antibiotika-Monitoring, was dann in das Antibiotika-Management führt. Um eine Größenordnung zu nennen, ist nicht meine, sondern können Sie nachlesen, weil Landwirtschaftsministerium in Mecklenburg-Vorpommern. Im Jahr 2012, wo es eingeführt worden ist, hatten wir bei den Mastdurchgängen 3,4 Einsätze pro Mastdurchgang. Dann ist es reduziert worden, sind Landwirtschaftsministeriums Angaben auf 2,5 in 2014, das ist ungefähr die Größenordnung, von der ich weiß, dass es in 2016 erhalten bleibt gewesen ist, was Vorsitzende 2018, das weiß ich im Augenblick nicht. Aber es ist davon auszugehen, da reden wir durchaus über die Größenordnung, 2,5 Antibiotikagaben, das ist jetzt nicht die qualitative Geschichte, auf einem Mastdurchgang finde ich hinterfragenswert, vorsichtig formuliert. Oder dieser Aspekt, was Sie gesagt haben, ich habe auch kein Problem mit 300 bis 500 Großvieheinheiten bei Ihrer Betriebsgröße. Da würde ich niemals von Massentierhaltung reden oder ähnlich, sondern die Frage der Qualität. Aber man muss ja auch definieren, an welcher Stelle gibt es möglicherweise größere Probleme mit einem größeren Viehbesatz an einem Standort. Und das ist nicht nur die Güllefrage. Das ist nicht nur die Güllefrage. Das ist beispielsweise die Antibiotika-Frage, das ist die Düngungsfrage. Und wenn, wie vorhin, ich wollte den Bogen zurückschlagen,
die geringere Problematik in Mecklenburg-Vorpommern mit dem Grundwasser richtigerweise vorgetragen worden ist. Da muss man im gleichen Zuge sagen, dass über die Nährstoffeinträge wir gleichzeitig ein viel höheres Problem haben, wenn man sich die Ostseesituation anguckt, hinsichtlich der Überdüngung der Ostsee. Fragen Sie mal das Ostseeinstitut, welche Probleme wir da, mit welchen Gründen, auf welchen Gründen auch immer, Landwirtschaft ist ein Aspekt, aus welchen Gründen wir auch immer mit der Situation der Ostsee haben. Und die Frage, die ich an dieser Stelle habe, wenn ich Nitrat nutze als Düngung, warum kann ich nicht so punktgenau, das muss doch auch im Interesse der Landwirte sein, so punktgenau, Sie haben von Ernährung der Pflanzen gesprochen, so punktgenau das dahin orientieren, dass die Pflanzen genau das brauchen, was sie haben und nicht die Grundschüsse, wo auch immer, in das Grundwasser, in die Vorflut, in die Ostsee hineinkommen. Ist das an der Stelle nicht zu machen oder ist es möglicherweise eine Form von, böses Wort, industrieller Landwirtschaft, wo es relativ einfach ist, auch mal übermorgen zu düngen? Ich weiß, die Düngeverordnung und so weiter. Aber das ist meine zentrale Frage bei der Frage, ob man industrielle Landwirtschaft auch an der Stelle hinterfragen muss. Ich kann es mir insofern, wie gesagt, alleine aus der wirtschaftlichen Sicht heraus, wenn ich jetzt aus meinem Betrieb herausgehe, kann ich es mir nicht vorstellen. Weil ich selber, ich muss ja meine Werte immer, ich sag mal, runterrechnen, und Rechenwert ist in dem Moment ein Hektar. Also ich gebe eine Düngermenge pro Hektar. Ich ziehe Bodenproben, ich weiß in dem Moment, wie viel Dünger habe ich noch im Boden liegen und dünge dann nach dem auf den Pflanzenbedarf auf. Ich habe aber folgendes Problem, selber jetzt mal, wenn ich das so habe. Ich habe dieses vor 3-4 Wochen, mein Betrieb liegt ja nur auf dem Fischland Darß und es ist hochfrequentiert von Urlaubern, von Tagestouristen. Ich bringe meinen Dünger mit einem Präzisionsgerät aus. Einfach nur, weil ich die Pflanzen halt am liebsten punktgenau treffen möchte. Das Präzisionsgerät heißt in dem Moment Pflanzenschutzspritze. Nicht jeder, ich weiß nicht, ob Sie das alle wissen, ich kann mit einer Pflanzenschutzspritze auch Dünger ausbringen. Und das ganz punktgenau. Weil ich habe alle 50 cm eine Düse und besser, gezielter kann ich meinen Dünger gar nicht an die Pflanze bringen. Nur, alle Leute, die vorbeilaufen, sind der Meinung, um Gottes Willen, jetzt spritzt er schon wieder. Aber er hat noch nie kommen, der in die Überschüsse zu stellen, wenn das so ist, wie man das vorgetragen hat. Wissen Sie, mir ist es bekannt, dass wir, wie gesagt, Sunnischen Berg irgendwo Probleme haben mit Einwirkungen von Nitrat im Grundwasser. Wir wissen aber auch, dass dort keine Abdeckung der Grundwasserleiter vorhanden ist. Und wir wissen auch eins. Zumindest, ich bin seit 91 hier. Ich habe von den alten Bauern viel darüber gehört, dass der Weg vom Stall bis zum Feld, der kürzeste wurde genutzt, teilweise um Dünger auszubringen. Inwieweit das Altlasten sind, weiß ich nicht. Das wissen Fachleute besser. Möchte ich mich auch gar nicht zu beurteilen, weil es war nicht meine Zeit. Ich kann über das reden, was ich selber tue auf dem Acker. Und ich habe in meinem Gebiet 3, 4, 5 Brunnen, um die ich rumwirtschafte. Jedes Mal, wenn ich die Techniker sehe und die Brunnen kontrollieren, wir haben gleichzeitig noch 4 Messstellen bei mir auf der Insel, wo also grundsätzlich Proben gezogen werden, wie die Wasserqualität dieser Brunnen ist. Ich frage jedes Mal nach, gibt es irgendwelche Probleme bei irgendeiner Wasserfassung in dem Bereich, wo ich meine Tätigkeit mache? Und ich arbeite dort seit 1991. Ich habe noch nicht ein einziges Mal gehört, dass meine Wasserfassung, also die Wasserfassung in dem Gebiet, Probleme machen. Ich verlasse mich dann aber auf die Aussagen, die ich dann in dem Moment bei mir von der Bodenland kriege.
Und das ist, glaube ich, legitim. Ich habe jetzt hier eine Wortmeldung. Ja, und zwar haben Sie gesagt, es gibt gesundheitliche Orientierungswerte. Das hört sich ja schon wieder sehr aufgeweicht eigentlich an. Sind das Grenzwerte? Nee, ich bin ja bloß Vollzugsbehörde. Die heißen gesundheitliche Orientierungswerte. Das ist einfach so festgelegt vom, weiß ich gar nicht. Aber das hört sich ja nicht so nach Grenzwerten. Nee, es sind keine Grenzwerte. Es gibt also, für Pflanzenschutzmittel keine und Grenzwerte. Und es ist ja wirklich bekannt auch, und man hört das jetzt ja auch mehrfach, dass die Wasserwerke wirklich aufschreien und sagen, wir kriegen das Wasser nicht mehr sauber. Und da wollte ich Sie fragen, welche Reinigungsstufen haben Sie? Wer schreibt Ihnen das vor? Das Land oder der Staat? Wie ist das? Nee, das hatte ich ja vorhin schon erläutert. Es gibt eine Trinkwasserverordnung und da stehen die Parameter drin, die einzuhalten sind. Und wir haben als Reinigungsstufen im Prinzip nur Kiesfilter, die Eisen- und Manganhausfilter. Mehr machen wir nicht. Ist das Stufe 1 oder ist das Stufe 2? Es gibt nicht Stufe 1 das oder Stufe 2. Das ist einfach nur ein Prozess der Reinigung, den wir betreiben müssen, um unser Trinkwasser so aufzubereiten, dass wir praktisch, oder unser Rohwasser so aufzubereiten, dass wir Trinkwasser herstellen können. Alle Wasserwerke hier im Landkreis arbeiten nur mit dieser Reinigungsstufe, bis auf das Wasserwerk hier in Lüssow. Da haben wir noch eine weitergehende Reinigung, weil da die Sulfatbelastung zu hoch war. Die ist aber relativ neu. Neu, weil für Sulfat gab es immer eine Ausnahme, wenn die überschritten wurde im Trinkwasser, weil es teilweise auch geogener Herkunft ist. Und das gibt es seit, weiß ich jetzt nicht, seit 5, 6, 7 Jahren. Ja, seit wann gibt es? Thomas Zimmermann von der Rheinbahn. Und genau, diese Anlage gibt es, also diesen Grenzwert gibt es seit 2011 mit der neuen Trinkwasserverordnung oder mit der Novellierung der Trinkwasserverordnung. Und wir mussten reagieren, weil wir bislang den erhöhten Grenzwert zugelassen bekommen haben, weil der geologische Nachweis war, der kippt aber momentan auch. Also wir sind auch an weiteren Untersuchungen dran, sodass wir halt dieses Sulfatproblem noch weiter untersuchen. Also das kam vielleicht noch nicht ganz gut durch. Sulfat hat auch immer gewissermaßen, also in vielen Fällen auch was mit Nitrat zu tun. Ja? Also Nitrat ist chemisch gesehen auch ein Oxidationsmittel für den Sauerstoff enthält. Dadurch kann sozusagen Pyrit, welcher im Boden Disulfid, also Eisen und Schwefel, und das wird oxidiert und dann reagiert das erstmal wie Sulfat. Und solange Pyrit im Boden vorhanden ist, und das gibt es auch in den oberen Schichten, kann Sulfat entstehen. Nebenbei kann auch noch Uran gelöst werden, was auch natürlicherweise im Boden vorhanden ist. Und das sind auch Probleme, die wir so als Wasserversorger sehen. Also nicht den Rotton unterstreichen, so nach dem Motto, wir haben gar nicht so diese Probleme in Niedersachsen und so weiter. Also wir sehen hier auch gewisse Tendenzen, das kam vielleicht noch nicht ganz so zur Sprache, die uns Sorgen machen. Und dazu zählt Sulfat, also nicht nur in der Wasserfassung Lüssow, wir haben auch andere Wasserfassungen, wo wir steigende Sulfattrends haben. Nitrat ist noch nicht nachweisbar, aber das hängt einfach damit zusammen, dass dieses Potenzial, dieses Abbaupotenzial noch vorhanden ist im Boden. Wenn das nicht mehr da ist, dann schlägt Nitrat extrem durch. Das muss man auch mal so sagen. Also wir gucken auch, dass wir obere Messstellen bauen, unter anderem das Stalu im Rahmen der Wasserrahmenrichtlinie braucht auch Messstellen, um hier die Einflüsse schneller zu erkennen. Aber wir haben eben auch Probleme mit nicht relevanten Metaboliten, so ist diese genaue Bezeichnung. Das sind die Abbauprodukte von den Pflanzenschutzmitteln. Ich muss hier noch eins klarstellen. Für Pflanzenschutzmittel gibt es Grenzwerte, für nicht relevante Metabolite, den Abbauprodukte, gibt es gesundheitliche, diese sogenannten gesundheitlichen Orientierungswerte.
Danach haben wir aber auch zu handeln. Das heißt nicht, dass wir das nicht als Grenzwert ansehen, sondern das ist schon für uns ein Zeichen, oder das wäre schon für uns ein Zeichen zu handeln. Und ich kann Ihnen einige Beispiele nennen. Fluoridation, Dysphenyl, ach, ich habe die Namen jetzt nicht drauf, aber das sind so einige Parameter, die wir schon nachweisen mit diesen derzeit geringen Nachweisgrenzen. Und ja, von daher machen uns diese, wenn sie als nicht relevante Mieter eingestuft sind, aber das machen uns halt auch Sorgen. Und deswegen denke ich mal, das ist schon ein Thema, was wir mehr in die Öffentlichkeit bringen müssen. Vielen Dank. Jetzt war aber erst Henry Engers noch mal dran. Erstmal möchte ich mal einen Hinweis geben. Wir hatten ja eine Anfrage über Trinkwasser beim Landkreis gemacht und die Fragen und Antworten liegen auch irgendwo aus. Ne? Also können Sie, ne? Unter anderem wurde nachgefragt, ob Brunnen aufgegeben werden mussten, weil das immer so, Brunnen aufgeben für einen Wasserwirtschafter, das ist sehr schmerzlich. Ne? Weil erstmal eine Wasserfassung aufzubauen, ne? Sehr hohe Investitionen, nebenbei muss ein Wasserwerk auch gebaut werden, das ist natürlich dann auch hinfällig. So, und nach unserer Anfrage war Sundischer Berg, wurde ja schon mehrmals genannt, dann zwei Brunnen, Palmzin bei Semlo und wie gesagt auch Rheinsberg oder Rheinberg der Übel. Genau. Wir sollten das nicht auf die leichte Schulter nehmen, ne? Weil wir sind zwar ein Flächenland, aber auch Trinkwasser ist begrenzt. Und wenn wir eine Wasserfassung aufgeben müssen, dann fehlt uns das. Gerade auch bei uns in den touristischen Regionen. Man muss sich mal das so vorstellen. Ne? So ein Ort wie Zingst, der hat, ich sag mal, ca. 3.500 Einwohner, aber Touristen im Sommer 16.000. So, und ein Tourist, der möchte morgens duschen, der möchte abends duschen, weil er sein Meerwasser da loswerden will, obwohl das eigentlich ja gut für die Haut ist. Ne? Und dann ist das drei-, vierfache Wasser, was dort benötigt wird. Ne? Und das muss produziert werden und das muss dorthin transportiert werden. Und es müssen große Behälter hergestellt werden, die dann auch diese Stoßzeiten also abfedern können. Ne? Weil wann gehen die meisten morgens, wenn es losgeht, um 7 und ab 9 ist wieder fast Ruhe, über Mittag passiert auch nicht viel und abends ab 16 bis 20 Uhr, da ist richtig wieder Power. Wenn wir zum Beispiel jetzt ein Länderspiel haben heute oder Europapokal heute Abend, ja, wann gehen die auf Toilette? Die gehen alle kurz vorm Spiel einmal auf Toilette. So, dann haben sie schon mal 2 Bier-Intus oder mehr, dann müssen sie schnell in der Pause nochmal. So, nach dem Spiel, ne, um 22.30 Uhr, ne, weil die Spiele ja so spät anfangen, da rennen sie alle nochmal auf Toilette. Ne, und diese Stoßzeiten, ne, also es ist ja nicht nur so, ich habe eine Wasserfassung, ich habe ein Wasserwerk und ein paar Leitungen und dann ist es damit getan. Und das muss alles gemanagt werden. Ne? Deshalb sollten wir mit diesen Wasserfassungen auch pfleglichst umgehen. So, ich hätte jetzt eine Wortmeldung dort, dort und dort. Und hier. Ja, man geht komplett konform, wenn gesagt wird, Probleme des Wassers kommen nicht von der Viehwirtschaft, sondern hundertprozentig. Und wenn ein verantwortungsvoller Landwirt sehr sensibel mit seinen Spritzmitteln, Dünger und andere Sachen, ich nehme an, Sie sind auch einer von den sehr sensiblen und verantwortungsvollen Landwirten, woher kommt denn dann diese massive Häufigkeit? Das muss ja irgendwo herkommen. Das sind keine Altlasten, Oberflächengewässer. Herr Hartmann, Sie sind direkt kurz, ganz kurz gefordert. Wenn, haben Sie eine Antwort? Nein, ich habe darauf nicht wirklich eine Antwort. Also ich kann in dem Moment... Sicherlich gibt es, wie gesagt, das hatte ich vorhin auch schon angesprochen, Momente, wo die Wettersituationen irgendwo ein Abschwemmen zulassen.
wenn jetzt gerade pelierter Dünger oder sowas ausgebracht worden ist und wir haben eine Wettersituation, dass wir in dem mit Wassererosion zu tun haben, wäre das eine Variante. Selbst gelöster Dünger, der in der oberen Bodenschicht ist, wäre eine Variante. Wir haben aber auch, und so fair muss man auch sein, und deswegen war meine Frage vorhin auch, ist da Waldgebiet bei? Nein. Bei der Fassung? Ist nicht. Mir sind auch Unterlagen oder beziehungsweise Werte bekannt aus Niedersachsen damaliger Zeit noch, wo also wirklich große Stickstoffeinträge aus Waldgebieten kamen, die absolut nicht gedüngt werden. Aber es findet einfach dort auch eine organische Umsetzung statt. Und wir müssen sowas auch mit berücksichtigen. Ja, ganz, ganz kurz. Wir haben in Schleswig-Holstein die wenigsten Waldflächen überhaupt in der Bundesrepublik. Und wir haben die höchsten Einträge, wenn alle so viele tropischen Einträge in die örtlichen Gewässer. Es ist durchaus möglich, ganz klar, aber es ist nicht relevant, weil wir wirklich ganz wenig Waldflächen. Gut. Kann ich dazu noch kurz was ergänzen? Das ist also auch nichts Überraschendes, was Sie jetzt sagen, das ist uns auch bekannt. Und genauso wenig ist es also auch sinnvoll oder als Allheilmittel jetzt zu sagen, Biolandwirtschaft ist generell das Allheilmittel, sie muss auch vernünftig betrieben werden. Und wenn Sie also eine Graslandschaft darüber haben oder und das Gras mähen, aber nicht abtransportieren, dann haben Sie auch nichts gewonnen. Ne? Wenn das da verrottet, dann haben Sie genauso Stickstoffeinträge. Also das sind alles Dinge, die sind uns auch bekannt. Also bei der Bewirtschaftung der Flächen. Aber was ich eben sagen wollte, und das habe ich ja zu Anfang auch schon mal gesagt, und das kann ich immer wieder nur betonen, es muss exakt gearbeitet werden. Und das ist genau das Problem. Also der Landwirt, der da oben arbeitet, muss das ganz exakt machen und muss eben auch so gut wie es geht eben die Wettereinflüsse beachten. Und da hat es ja auch letztens also durch die Mitteilung des Landwirtschaftsministeriums in der Zeitung sehr viel Tumulte gegeben aus ihren Reihen, also wo man sich zu Unrecht kritisiert fühlte. Das kommt sicherlich auch dazu. Und dann nur nochmal, um das, weil ich das sonst vielleicht vergesse, wir als Verbraucher sind natürlich genauso gefordert, wenn Antibiotika angesprochen werden, dann müssen Sie sich mal die Statistiken angucken, wie tatsächlich also die Einnahme von Schmerzmitteln oder Antibiotika gestiegen ist in den letzten Jahrzehnten. Die Leute schlucken ja auch, also auf Teufel komm raus, irgendwelche Sachen, die alle komplett im Abwasser landen. Und die dann natürlich über die Flüsse und Bäche eingetragen werden. Sie haben ja gesagt, wir wollen von der Landwirtschaft weg. Mich würde ja interessieren, wie es ist mit den Klärwerken, wie sieht das aus, wenn wir diese starken Niederschläge eben betrachten, kann ich mir vorstellen. Und ich weiß ja, dass in Stralsund hier für den großen Teil auch keine hundertprozentige Trennung zwischen Regenwasser und Abwasser eben passiert. Da kommt es sicherlich auch dazu, dass die Biologie entgleitet. Wie ist es überhaupt, werden die Klärwerke auch mit den kontrolliert, was ja, da tatsächlich in den Vorflut da reinfließt, denn wir hatten da in der Vergangenheit auch merkwürdige Verfehlungen. Also eins ist eindeutig bewiesen, in der Stickstoffproblematik spielen die Kläranlagen keine Rolle. Das steht fest. Beim Phosphoreintrag ist man so, dass es so gesagt wird, okay, da ist schon, kommt schon mehr aus den Kläranlagen als aus der Landwirtschaft, ne? Aber da gibt es auch Lösungen dafür und das ist auch sehr unterschiedlich. Nicht jede Kläranlage leitet unbedingt viel Phosphor ein, aber da sind auf jeden Fall die Auswertungen. Aber bei Stickstoff spielen die Kläranlagen keine Rolle. Ja, aber wenn ich höre, dass sich der DB dann abspielt, und das ist ja nicht nur der Wasserverbrauch, sondern nee. Das ist ja im nächsten Fall... Gut, aber das sind technische Probleme, die Versorger und Entsorger im Griff haben. Das ist ja nichts Neues. Und die werden, das können Sie mir glauben, die werden ganz genau überprüft. Das ist ja auch einfach, einen Auslauf zu überprüfen. Während wenn Sie 100 Drainagen haben mit einem Acker oder so, die überprüfen Sie mal. Das ist dann schon illusorisch. Müssen die ja auch, ich sag mal so, eben... kontrollierbar sein, müssen veröffentlicht werden. Ja, wird auch gehört. Natürlich. Ja, das ist überhaupt keine Frage. Die werden fast so streng kontrolliert wie Trinkwasser. Ne? Mhm. Und zum Beispiel jetzt das Zinks gesagt. Genau. Danach werden die Kläranlagen ja ausgelegt. Richtig. Das heißt, die entsprechend der Größe und Teile werden dann im Winter sogar stillgelegt, um Energie zu sparen. Ne? Ja, da gibt es verschiedene... Wenn ich die Nährstoffe nicht erhalte, kriege ich die Biologie. Genau so ist es. Eine Bemerkung will ich bloß nochmal, was Herr Suhr sagte, Eintrag in die Ostsee. Also wenn man sich die Einträge anguckt und uns mal vergleichen mit den östlichen Nachbarn, dann muss man auch mal wieder auf den Boden der Realität bleiben. Wir stellen hier Anforderungen, die erfüllt werden sollen.
Und klar, die sind noch nicht so weit, können auch noch nicht so weit sein, aber da werden ganz andere Einschläge realisiert. Wir sind hier doch sehr weit vorne, was wir eben an Forderungen stellen. Und dann vielleicht zum Letzten, weil Sie gesagt haben, wir, wie kommen diese Nitratausstände zustande? Das ist ein natürlicher Prozess. Die Pflanze muss ja den Nährstoff aufnehmen. Und je nachdem, wie eben dieser Prozess eben abläuft, haben wir immer einen Verlust. Es gibt keine volle Umsetzung. Wir haben immer einen Verlust und den wollen wir jetzt ja reduzieren von 50 oder von 70 Kilogramm, wo wir in etwa liegen, wollen wir den auf 50, den aber gegen Null zu fahren, ist unmöglich. Das auch selbst bei Biolandwirtschaft haben wir gehört, ist das gar nicht möglich, weil ja Bodenumsetzung stattfindet, die immer wieder einen Eintrag eben von Nitrate hervorruft. Okay, jetzt habe ich hier eine Frage. Ja, vielleicht mal ein Satz zu der Eutrophierung. Es ist ja so, dass wir die Landwirtschaft als, ich möchte sagen, als einzige Branche auf der freien Himmel wirtschaftet und immer den Witterungsunbilden auch ausgesetzt ist. Und wenn wir jetzt eine Situation haben, wo wir gedüngt haben auf einen bestimmten Ertrag, und das sieht ja dann auch die Düngeverordnung so vor, dass man sich das nochmal vor Augen führt, wie hoch wird der Ertrag sein, und ich düngen dann auch nur so viel, dann kann es gut sein, dass das Wetter umschlägt und wir diese Erträge gar nicht erzielen, dass wir praktisch viel weniger Entzug haben über die Ernte als das, was wir gedüngt haben. Das ist dann in dem Moment so, das ist ein ganz großes Problem, aber das haben wir nicht in der Hand, dafür wirtschaften wir unter freiem Himmel und dann haben wir natürlich auch höhere Überhänge. Die beste Situation ist es, wenn wir wirklich eine super Ernte haben, super Voraussetzungen für die Ernte und für das Wachstum der Pflanzen und am besten noch mehr Entzug haben, als wir Boden, als wir gedüngt haben. Ne? Dann ist es eigentlich die beste Bilanz, die wir vorweisen können. Aber das kann man nicht immer gewährleisten. Und selbst der Landwirt mit der glücklichsten Hand hat da nicht so viel Einfluss drauf, dass er das Wetter halt beeinflussen kann. Noch eine andere Frage vielleicht an Herrn Zobel. Wie verhält es sich jetzt? Wir hatten ja im letzten Jahr die Diskussion auf der Insel Rügen, dass dort 1000 Hektar renaturiert werden sollen, um eine Entlastung für die Ostsee zu schaffen, insbesondere für den Kreis Wolder Botten. Und damit insbesondere die Stickstoff- und Phosphoreinträge, um die damit zu reduzieren. Und dann ist das Ganze ja gekippt, auch durch den Widerstand auf der Insel dort, und weil es halt unsinnig war. Und jetzt ist ja eine Diskussion, dass die Kläranlagen ertüchtigt werden. Ja, also soll ja eine dritte Reinigungsstufe gebaut werden für verschiedene Kläranlagen. Und ist ja auch ein hehres Ziel. Damit wurde aber auch kolportiert durch Nord Stream letztendlich, dass die Einsparungen oder die Eutrophierung noch geringer ist als bei den 1000 Hektar Ackerland, die man auf Rügen dort renaturieren wollte. Das wird jetzt so dargestellt. Das trifft natürlich Fragen auf, weil Sie haben gesagt, es gibt keine signifikanten Einflüsse durch die Kläranlagen, keine signifikanten Stickstoffausstöße. Und so steht es ja auch in diesem Situationsbericht. Das ist ja ein Situationsbericht zur Lage der Abwasserbehandlung in Mecklenburg-Vorpommern. Da steht drin, aus den Kläranlagen gibt es keine signifikanten Belastungen. Die kommen ausschließlich aus diffusen Quellen. Diffuse Quellen meint wieder die Landwirtschaft. Aber da weiß sich ja irgendwas, weil wenn jetzt eine Einsparung erfolgt durch die dritte Reinigungsstufe, dann gibt es ja doch Einflüsse. Genauso wirft es die Frage auf, wie verhält es sich mit Kläranlagen, die einen Einwohnervergleichswert unter 5, bis 5.000 oder unter 5.000 haben. Gibt es für diese Anlage Grenzwerte oder nicht? Unterstellt, dass es da keine Grenzwerte gibt, so dass diese Anlagen halt nicht kontrolliert werden. Stimmt nicht. Ja. Vielleicht können Sie da direkt darauf antworten. Nee. Nicht so direkt, weil ich diese Variantenvergleiche auch von Nordsee nicht kenne. Und weil das unsere Kläranlagen auch nicht betrifft. Weißt du da was? Ihr habt ja, seid ja in dem Programm drin, ne? Wir sind drin, das heißt, wir bekommen sozusagen die dritte Reinigungsstufe hier gefördert durch Nordsee und auch eine Zeit lang mit dem Betrieb. Aber jetzt Größenordnung und zu dem Vergleich kann ich jetzt auch nicht sagen, da habe ich jetzt keine Zahlen. Weiß nicht, aber auf jeden Fall, Frau Reuter kann Ihnen auch zu den Grenzwerten was sagen. Und Grenzwerten in kleinen Anlagen Auskunft geben. Also ich denke, da gibt es ganz genau so Grenzwerte, die einzuhalten sind, bis hin zur Niederschlagseinleitung. Und also da gibt es von der für jede
Also Kläranlagen arbeiten in verschiedenen Größenklassen. Also die erste Größenklasse geht bis 1000 Einwohner, die zweite bis, weiß ich jetzt gar nicht, 2000, 5000. 5000 und dann kommen die Größenklassen, die wir eigentlich im Landkreis gar nicht so viel haben. Das sind die großen Kläranlagen in Stralsund, in Greifswald gehört ja nicht zu unserem Landkreis, in Zingst, in Ribnitz-Damgarten, in Barth. Und für diese Größenklassen gibt es Grenzwerte für Stickstoff und Phosphor. Für die Größenklassen 1 und 2 gibt es in der Abwasserverordnung keine Grenzwerte für Stickstoff und Phosphor. Diese Anlagen arbeiten auch nur, also derzeit mit, also nur mit der biologischen Reinigungsstufe. Wir bauen die Nährstoffe ab, da gibt es Grenzwerte für die Nährstoffe, aber nicht für Stickstoff und Phosphor. Wir überwachen die Werte aber und auch für die Frachten von Stickstoff und Phosphor muss eine Abwasserabgabe entrichtet werden. Also die Technologie dieser Anlagen ermöglicht eine Reduzierung, aber keine wesentliche Reduzierung. Und für die Frachten, die eingeleitet werden an Stickstoff und Phosphor, ist Abwasserabgabe zu bezahlen. Für alle Größenklassen, das ist so. Nein, aber es ist verhältnismäßig. Die Anlagen sind ja in der Größenordnung, dass die sind ja nicht groß, da geht ja gar nicht viel Abwasser rein vom Volumen. Aber die Anlagen, jetzt würde mich mal interessieren, wenn man jetzt vergleicht, die großen Anlagen, Zingst, Ribnitz, Stralsund, die Sie erwähnt haben, wie ist das Verhältnis von diesen Anlagen zu den kleinen Anlagen? Ungefähr. Oh Gott, oh Gott. Kann ich jetzt gar nicht sagen, weil ich für die großen Anlagen nicht zuständig bin. Die Zahlen habe ich jetzt gar nicht drauf, aber das sind, die reduzieren auf, was machen die großen Anlagen auf? Stickstoff? CSB, BSB, das P, ist, das sind Überwachungswerte. P und N, ja. P und N, genau. P und N, aber P und N eben nur für die großen Anlagen. P ist 2 Milligramm pro Liter, das weiß ich. N ist, glaube ich, 10. Ja, je nachdem, was er für eine Anlage. Aber es kommt eben darauf an, pro Liter. Und die großen Anlagen haben eben eine leiten eine Abwassermenge ein, das ist das Mehrfache, Vielfaches der Liter, sage ich jetzt mal so, als eine kleine Anlage, die hier in, ja, wo in Nipos steht. Aber es gibt viel mehr kleine Anlagen, wenn ich das richtig verstehe. Es gibt viel mehr kleine Anlagen, aber wir waren gerade letzte Woche, hatten sie uns beim Ministerium nochmal die Vergleiche gezeigt. Der Anteil der großen Anlagen, die in die Ostsee einleiten, das macht viel mehr aus, insgesamt prozentual, als der Anteil an Stickstoff und Phosphor, der durch die kleinen Anlagen kommt. Und das ist dann natürlich auch eine wirtschaftliche Sache, abzuwägen, mache ich an den großen Anlagen, reduziere ich da noch weiter. Das hat einen viel größeren Effekt, als wenn ich bei zig hunderten kleinen Anlagen was nachrüste, was betreiben muss, was an sich aber nicht viel bringt, anteilig. Also und ohne jetzt die Zahlen im Detail zu kennen, das, ja. Also weiß ich nicht, ich überschaue das in meinem Verbandsgebiet, aber dann weiter nicht. Es ist so, dass die Menge, die Frachten, also ganz genau berechnet werden können oder ganz genau gemessen werden. Ne? Das heißt also, die zuständige Kontrollbehörde kann ganz genau sagen, okay, so viel kommt von den Kläranlagenbetreibern in dem und dem Gebiet, die leiten in den und den Bach ein, das ist ja genau festgelegt, wir haben Einleitgenehmigung und dann kann man genau sagen, das macht so und so viel Prozent der Belastung aus. Und wenn das also nicht relevant ist, und das ist definitiv so, sonst wäre da schon längst was passiert, weil uns zu fassen ist viel einfacher, ich kann es nur immer wieder sagen, als Drainagen, die irgendwo auf dem Acker liegen, die keiner mehr kennt. Das ist das größte Problem. Ich will nochmal was zu kleinen Anlagen sagen. Ich sag mal, kleine Anlagen zu betreiben ist sehr unwirtschaftlich. Und deshalb hat man gesagt, um auch die Gemeinden, die eigentlich dafür verantwortlich sind, dort nicht zu sehr zu belasten, dass man natürlich dann da so ein bisschen differenzieren muss. Da kann ich einen Riesenaufwand machen und letztendlich kommt nicht viel raus. Dann nochmal ein Hinweis. Ich meine, ich bin DDR-Bürger geboren und ich weiß, wie die Gewässer zu DDR-Zeiten aussahen. Und es gab richtig Gemeinden, die hatten alle nur Kleinkläranlagen oder einfach nur einen Überlauf. Und wo wurde es angeschlossen? An die Drainage. Ne? Früher war das so gewesen, zu DDR-Zeiten, ich wohne mitten auf dem Acker, sage ich jetzt mal, da war es nachher zu Ende der DDR-Zeit, haben keine Frösche mehr gequakt.
jetzt quaken die Frösche wieder. Ne? Und man kann auch mal lang gehen und gucken, wie sich die Gewässer, es gab viele Bäche, die meisten, die waren eigentlich tot gewesen. Ne? Und jetzt, dass diesen Fortschritt müssen wir auch mal sehen. Ne? Und das ist natürlich auch dadurch gekommen, ich musste, weil ich mitten auf dem Acker wohne, eine biologische Kläranlage hinbauen. Ne? Und die hat richtig Kohle gekostet. Und die wird auch ständig kontrolliert, ne? Nach den Parametern. Ne? Also das ist sicherlich nicht die Ursache, dass wir jetzt hier die Probleme in unseren Fließgewässern oder auch in der Ostsee haben. Ich hätte da noch eine Worte. Ich habe eine Frage, kann man anfangen an, dass die Überwachung von Schadstoffen sich doch sehr dünn anhört oder erst seit Jahren passiert. Gibt es da nicht beim Landkreis irgendein Konzept, jetzt die einzelnen Stellen, die jetzt fürs Urquellenwasser, für Trinkwasser zuständig sind, das irgendwie in eine Hand zu geben? Für die Beschaffung. Das ist nicht mehr nötig, weil Sie sagten, ich bin da nicht mehr zuständig, nee. Das ist jemand anders. Also irgendwie wäre es doch ganz sinnvoll, wenn man das überschauen möchte, mal wie auch hier in Zukunft ist, das in eine Hand zu geben, zusammenzuhalten. Also es ist gesetzlich geregelt, dass die Wasserversorger, ich sag mal, das Grundwasser in ihren Wasserfassungen zu überwachen haben. Das ist seit 2011. Das überprüfen wir auch, das läuft bei uns zusammen. Die Oberflächengewässer, diese ganze Beschaffenheitsüberwachung, die liegt beim Land. Die betreiben ein Messnetz zur Überwachung der Beschaffenheiten, also richtig regulär. Wir als Landkreis haben den Anspruch, hin und wieder mal auch ein Gewässer zu beproben, wo wir Auffälligkeiten haben oder wo wir sehen, dass wir tätig werden müssen, wo wir irgendwo, ich sag mal, sehen, hier muss irgendwo was reinkommen und dann beproben wir das auch, um rauszukriegen, was ist das. Das ist aber, ich sag mal, ganz normale Gewässeraufsicht, Ursachenforschung, das machen wir, aber wir proben nicht jetzt regelmäßig, das ist auch nicht unsere Aufgabe. Wir müssen ja nur irgendwo sicherstellen, dass die Gewässer eben den Zustand irgendwann haben, den sie haben sollen. Und wir müssen ja auch irgendwo Beweiskraft haben, wenn wir irgendjemandem da was nachweisen wollen. Also, aber das Messnetz für die Überwachung betreibt das Land. Eine Frage noch hinterher, sind eigentlich diese genannten Messdaten jetzt, sei es Trinkwasser, als auch andere, sind die irgendwie öffentlich zugänglich? Oder wird das veröffentlicht in irgendeiner Form? Oder nur mal auf Anfrage, wenn die ganze Kreistagsfraktion Anfrage stellen? Also es ist an sich, ich will mich jetzt nicht so weit rauslehnen, es wird an Oberflächen gearbeitet, die dann auch öffentlichkeitswirksam, irgendwo veröffentlicht werden sollen. Also das ist ja der Anspruch der digitalen Zeit, dass man Informationen noch abrufen kann. Also, aber da kann ich jetzt keine genauen Aussagen zu machen. Bestimmte Sachen unterliegen ja der Informationspflicht auch. Aber zum Beispiel die Trinkwasserbeschaffenheit kann sich jeder Bürger abrufen und auf den Internetseiten der Wasserversorger, da gucke ich auch regelmäßig nach. Also die Trinkwasserqualität kann man sich wirklich angucken. Die Abwässer auch eingestellt? Nee, also wie gesagt, es ist... Wäre ja auch interessant zu wissen, was kommt rein, was reinigen Sie, was geht raus. Ja, nee, also die, und nochmal auch um die Überwachung zu kommen, also die Kläranlageneinleitungen, die werden durch uns überwacht, sofern sie nicht in die Küstengewässer gehen, durch den Landkreis werden die anderen überwacht, sowohl behördlich als auch wir kontrollieren auch die Selbstüberwachung der Betreiber, also das läuft auch bei uns zusammen. Also wir haben in jeder größeren Kläranlage ein Labor und machen Selbstüberwachung. Jetzt war Herr Hartmann erst und dann. Ich wollte nur, was die Messstellen angeht. Sie wussten, dass die beim Land angesiedelt sind, die großen Messanlagen. Und wie gesagt, da sitzen wir jetzt ja wieder in einem Boden. Da, glaube ich, blasen wir sogar ins selbe Horn. Wir vom Landesbauernverband haben dem Land da schon lange nahegelegt, das Messstellennetz einfach großflächiger zu machen und auch an Stellen zu messen. Die Messanlagen, die zurzeit bestehen, die sind zum Teil noch aus der DDR-Zeit. Und es wäre einfach
für uns alle angebracht, zu sagen, wir setzen die Messstellen einfach mal an andere Punkte. Und das ist eine Forderung, die da, ich sag mal, von seitens der Landwirtschaft ans Land herangetragen wird. Und das Land ist da aber sehr schwerfällig mit. Die sind dabei, also ich weiß nur, die sind dabei, das Messstellennetz zu konfigurieren, sage ich jetzt mal, und zu errichten, scheibchenweise. Also das steht wohl auch irgendwie im Koalitionsvertrag, wenn ich mich richtig erinnere, dass das Messstellennetz insbesondere für Grundwasser wirklich drastisch erweitert werden soll. Gut, ich hätte jetzt hier noch eine Frage. Ja, Mikroplastik, Nanoplastik, ist das schon relevant bei der Trinkwassererfassung und Aufbereitung? Wenn man sich auch aus Oberflächen gewässert, und dann ist es ja nee. Zumindest für der Witze in der Presse da. Nee, wir ziehen ja unser Trinkwasser nicht aus Oberflächengewässern, deswegen sind wir da sicherlich auch im Vorteil, aber es ist kein Parameter der Trinkwasserverordnung im Moment. Gut, Sebastian. Ich wollte noch einen kleinen grundlegenden Satz sagen, es sind ja durchaus ein paar Landwirte hier und die sitzen hier im grünen Büro, nicht wahr? Und nicht, dass ich denke, hier. Wir sehen natürlich Landwirte und auch den Bauernverband nicht irgendwie als Feindbild, sondern ich würde mir wünschen, dass Landwirte und der Bauernverband wirklich konstruktive Partner werden im Naturschutz und dass wir zusammenarbeiten und aufhören, uns mal gegenseitig irgendwie so in Konfrontation zu setzen. Und dass man wirklich immer weiter in Dialog kommt oder mehr in Dialog kommt. Und das ist ja heute ein kleiner Anfang. Das würde ich mir freuen. Das kann ich nur begrüßen. Aber ich muss das irgendwo ein bisschen zurückspielen. Ich glaube, die Vorwürfe, die kommen doch mehr an den Bauernverband oder an die Bauern gerichtet und nicht andersrum. Und wir stehen doch mehr so in der Verteidigungshaltung. Wenn wir einen besseren Dialog hätten, könnten wir manches vorher klären, bevor wir irgendwo, ich sag mal, irgendwelche Schlagzeilen in der Zeitung verursachen. Also wir sind dazu jederzeit offen. Gerne. Gut, darf ich noch ein Wort sagen? Ja, ich habe jetzt gerade zugehört und Niedersachsen wurde ein paar Mal erwähnt. Ich komme auch aus Niedersachsen, aus Wolfenbüttel. Und da wird regelmäßig jedes Jahr von den Stadtwerken werden Führungen angeboten zu den Klärwerken, zu den Wohnungen, wo Trinkwasser gewonnen wird. Also das kenne ich. Hier im Straßen habe ich sowas noch nie gehört. Dass sowas angeboten wird. Ja, das ist aber die Landwirte und die Viehwirte, das war ganz interessant, die kenne ich alle auch, als Kind schon kennengelernt, war interessant, aber ich möchte eigentlich wissen, weil ich seit 20 Jahren keine Flasche kaufe, schon gar nicht keine Plastikflasche, sondern ich zapfe das aus meinem Arm zu Hause. Ich möchte wissen, ob hier in Stralsund gutes Wasser ist. Das hat mir noch keiner eigentlich beantworten können. Ja, dann möchte ich das jetzt tun. Also klar, wir haben den öffentlichen Auftrag, Wasserversorgung sicherzustellen und auch das Abwasser ordnungsgemäß zu reinigen. Und wir stellen uns der Sache auf, wir bieten das jetzt nicht regelmäßig an, ich sag mal, mit öffentlichen Führungen, aber auf Antrag und auf Nachfrage. Mit Ingwer und Zitronenscheiben, besser schmeckt es gar nicht. Ich kann nur jedem empfehlen, endlich Plastikflaschen wegzulassen. Gute Idee. Also, wir haben es wie gesagt, aber man kann es trotzdem mal öffentlich machen, dass Führungen angeboten werden. Das können wir mal selber in Angriff nehmen. Nicht nur darauf warten, an Sie herantreten, sondern Sie können es mal öffentlich machen, dass Sie regelmäßig auf Anfrage solche Führungen anbieten. Ich glaube, dass sich der ein oder andere bestimmt, da sehr viel interessiert, vor allem auch die Klärwerke. Also es gibt hin und wieder auch mal Tag der offenen Türen, das ist jetzt nicht regelmäßig einmal im Jahr, das propagieren wir dann auch entsprechend, aber das, ja, ich sag mal, das ist natürlich auch ein gewisses Budget, was dann bereitgestellt werden muss, und da braucht man
Aber trotzdem nehme ich das auf. Gut, können wir nachhaken. Gut, weiß ich Bescheid. Aber im Gegenteil auch weiter. Wenn wir nachhaken. So, wir sind ganz kurz schon bald vor der Zeit. Wollten noch was sagen. Ja, genau. Ich wollte einfach nochmal aus meiner Sicht so das nochmal zusammenfassen, was also uns bewegt, ne, um das nochmal deutlich zu machen. Ich sehe dieses Forum hier, also es gibt mehr als diese Veranstaltungen. Die SPD hat sowas auch schon gemacht in Barth und andere Parteien machen das auch und auch andere Gruppierungen und wir sind auch immer dazu bereit, also von der COVA aus oder auch von anderen Organisationen, also als Wasserwirtschaftler Rede und Antwort zu stehen. Die Situation ist so, vielleicht auch an Sie nochmal, man kann überall in Mecklenburg-Vorpommern das Wasser aus dem Wasserhahn trinken, Punkt. Ne? Ohne Bedenken, weil die Trinkwasserverordnung eingehalten wird. Ne? Das kann man erstmal mitnehmen. Man muss das Wasser ablaufen lassen, es muss frisch sein, es muss kalt sein, ne, dass die Hausinstallationsprobleme nicht dann unbedingt durchschlagen, aber das ist erstmal, kann man erstmal mitnehmen. Aber, und das hatte ich von Anfang an gesagt, wir haben Probleme mit dem Nitrat. Ob es von dem Landwirt kommt, der da jetzt im Moment akquiriert, oder ob es von dem Landwirt kommt, der davor da war, ist eigentlich vollkommen egal. Das betrifft natürlich, also für mich als Wasserversorger ist das vollkommen egal. Ich habe das Problem, wenn das Nitrat durchschlägt, dann muss ich diese Wasserfassung aufgeben. Die Tendenz ist so, wir können es noch nicht flächendeckend beweisen, weil Messstellen fehlen, weil Messwerte fehlen, weil die Reihen einfach noch nicht ausreichen, aber in den Wasserfassungen, die nur sehr flach sind, die schlecht abgedeckt sind, bahnen sich die Probleme an. So viel können wir sagen, definitiv. Das ist das eine Problem, Nitrat. Und das zweite Problem sind die Pflanzenschutzmittel. Ich kann sie auch nochmal nennen. Chloridazon, Desphenyl für die Rüben. N-Dimethylsulfamid für das Obst haben wir sicherlich weniger. Metazaclor und Metazaclorsulfon für Raps und Getreide. Und Bentazon als Herbizid. Die können wir in den Wasserfassung flächendeckend nachweisen. Das sind meine Wasserfassungen und alles, was gelb ist, sind diese Mittel. Die sind noch nicht oberhalb des Grenzwertes, aber sie sind bestimmbar. Hängt auch mit der Analytik zusammen. Ne? Aber es liegt in unserer Hand, als Verbraucher, als Politiker, als Landwirt, als Wasserversorger, den Zustand, also nicht zu warten, bis dieser Zustand dazu führt, dass wir die Wasserversorgung über Ultrafiltration oder über andere technische Lösungen sicherstellen müssen. Weil dann bezahlen Sie das anderthalbfache oder das Doppelte von dem, was Sie jetzt bezahlen. Technisch ist überhaupt kein Problem. Wir können alles regeln. Wir können Einträge, die was weiß ich wie hoch sind, rausfiltern. Technisch total spannend, aber in meinen Augen völlig unnütz, wenn alle, die praktisch an diesem Problem dran sind, daran arbeiten und ihr Bestes geben, das zu realisieren. Auch als Sie, als Verbraucher. Genau. Das ist ein Problem. Als Verbraucher, ja, bin ich zum Beispiel, indem Sie, das hatte ich ja vorhin schon mal gesagt, indem Sie gucken, was verbrauche ich an Lebensmitteln. Nehme ich regionale Lebensmittel, es geht ja gar nicht um Bio oder nicht Bio, das haben wir vorhin ja auch schon mal erläutert, aber zum Beispiel regionale Lebensmittel ist eindeutig ein Vorteil. Bevorteilt den Landwirt vor Ort und bevorteilt die Transportwege und alles, was mit Umweltverschmutzung zu tun hat. Zweitens, verbrauchen Sie möglichst viel Trinkwasser, kaufen Sie kein Flaschenwasser, ist totaler Schwachsinn. Haben wir ja auch schon mal gehört. Ne? Und so könnte man das immer weiterführen. Und Medikamente, die angewendet werden, das ganze Umweltbewusstsein führt dazu, dass sie die Ressourcen schonen und damit das Trinkwasser schonen. Ich habe das so verstanden, jetzt hier vor Ort sozusagen, also der Landwirt, der jetzt hier vor Ort sozusagen möglicherweise noch ein Leben produziert, oder wie stehe ich dann verbindend zum Verbraucher, aber das habe ich verstanden, also ich habe es quasi falsch. Ja, aber man kann auch als Verbraucher auf den Landwirt entsprechend einwirken. Es gibt Tag der offenen Tür und Hoftage und alles Mögliche und da können Sie auch hingehen und gucken, wie der Landwirt das macht. Mache ich auch mit meinen Landwirten, ich wohne auch auf dem Land. Gucke ich mir an, wie der die Schweine produziert. Oder ich rufe den noch an und sage, meine Frau hat Bienen und bitte, ist ein konventioneller Landwirt, kannst dich ja an bestimmte Zeiten halten, wann du spritzt und ist kein Problem. Also der macht das auch tatsächlich. Aber es muss eben auch miteinander geredet werden und das ist eben auch vielleicht das, was wir als Verbraucher lernen müssen, dass wir auch damit losgehen, ne? Dass man nicht nur meckert, sondern auch mit den entsprechenden Leuten redet. Und da habe ich gute Erfahrungen mit den Landwirten, das muss ich mal dazu sagen. Der Landwirt ist gut, so ist es.
Vielen Dank schon mal für, das war ja schon fast so ein abschließendes Statement. Es wäre auch so mein Anliegen gewesen, nochmal an alle Beteiligten nochmal so ein bisschen darzustellen, was Sie sich eigentlich für Ihren Bereich wünschen würden. Sie haben das ja schon dargestellt. Was mir so ein bisschen fehlte, das ist einfach nochmal so eine praktikable Idee. Letztendlich würde es zum Beispiel was bringen, wenn man sagen würde, okay, an den Trinkwassererfassungen, und wir reden ja wirklich tatsächlich darum, würde es etwas bringen, die von der landwirtschaftlichen Seite so umzustellen, dass dort mit einem Abstand von X nach den bisherigen Erfahrungen keine Einträge dann mehr zu befürchten sind. Also auch keine Einträge zum Beispiel von eben Pflanzenschutzmittelresten. Diese gelblichen Darstellungen haben mich persönlich gerade doch ein bisschen nochmal hingucken lassen, muss ich sagen. Aber das können Frau Wojtek vielleicht auch ein Stück weit beantworten, ob es da so Sachen gibt. Und an Sie auch nochmal die Frage, das kam so ein bisschen raus, Verantwortungsgeschiebe. Nee, also jetzt möchte ich nochmal ganz klar sagen, wir wollen uns da überhaupt nicht aus der Verantwortung ziehen. Und wir versuchen ja auch gerade in den Schutzzonen von den Wasserfassungen, wo es Probleme gibt, auch mit den Landwirten und dem Wasserversorger zusammen. Wir versuchen da Wege zu finden, weil rein formal ist es so, da habe ich eine Wasserfassung, hier ist der Brunnen, da habe ich eine Schutzzone, da gibt es Verbote. Dann habe ich noch eine Schutzzone, da gibt es auch noch Verbote. Bloß diese Formalien der Festsetzung der Schutzzonen, um den tatsächlichen Schutzbedarf eben festzulegen, das ist ein formales Prozedere, da wären wir alle nicht mit glücklich. Wir müssen also Lösungen finden, sofort und gleich, und nicht warten, bis irgendwann diese Schutzzone durch das Land festgesetzt wurde. Es ist sicherlich alles ein bisschen zögerlich gegangen, aber da, wo man im Verfahren ist, da gibt es eben auch Probleme, weil die Restriktionen eben teilweise sehr hart sind für die Landwirtschaft, sehr pauschal sind, nicht einzelfallbezogen sind. Und deshalb haben wir uns eigentlich vorgenommen, ich spreche jetzt für die Wasserbehörde hier im Festlandsbereich des Landkreises, dass wir an sich da, wo wir Schwachstellen haben, eigentlich uns da einklinken wollen, gemeinsam mit den Wasserversorgern und den Landwirten. Also ich praktiziere das im Moment mit Herrn Zimmermann hier im Bereich Lüssow, dass wir uns die Landwirte an einen Tisch genommen haben, ihnen die Probleme aufgezeigt haben und gemeinsam überlegen, wie können wir hier was tun, bevor wir irgendwann jetzt diese formalen Restriktionen festgesetzt haben. Das ist sicherlich eine tolle Aufgabe und das alles, wir haben aber zig Wasserfassungen und wir können nicht überall sein, das muss man auch mal ganz klar sagen, aber wenigstens da, wo wir Probleme haben, wollen wir die auch angehen. Genauso bin ich aber auch, wie Herr Zobel gesagt hat, wir wollen miteinander reden. Ich war auch beim Bauernverband, das machen wir jetzt auch schon seit Jahren und stellen da auch nochmal die Probleme an. Wir reden miteinander. Wir versuchen wirklich, also diesen Medienkonflikt, der immer so, die Landwirtschaft macht die Gewässer kaputt und die ganze Eutrophierung und das Grundwasser ist auch schon versaut. Wir stehen beide in der Schlagzeile, die Landwirtschaft und die Gewässeraufsicht. Aber wir wollen ja an sich nicht negativ in der Schlagzeile stehen, sondern positiv. Wir wollen eigentlich mit den Landwirten zusammen Möglichkeiten finden und auch Schwachstellen aufzeigen. Es gibt Schwachstellen, das ist unstrittig. Aber da müssen wir, das ist aber auch ein langer Weg, dass wir diese irgendwie auf irgendeine Weise beseitigen. Aber eben nicht mit einem, sondern konstruktiv. Ja, das wäre ja so sicherlich der Ansatz. Aber zunächst mal noch Herr Hartmann. Ja. Wie gesagt, ich fand das also auch eine sehr interessante Sache heute. Ich fand das auch, dass das sehr, ich fand eher konstruktiv war. Sehr angenehm. Ich möchte Sie aber trotzdem auffordern, auf die Landwirtschaft auch zuzugehen. Wenn Sie irgendwo der Meinung sind, dass da eben auf dem Feld der Trecker fährt und Sie wissen nicht, was er macht. Also wenn mich einer darauf anspricht, ich halte an und rede mit ihm. Ich erzähle ihm das. Ich habe da kein Problem mit. Ist mir dreimal lieber, als wenn da einer am Feld steht und den Kopf schüttelt und irgendwo denkt, was macht der da schon wieder? Sondern ich gebe ihm Antworten. Wenn Sie heutzutage eine Spritze öfter über den Acker fahren sehen, als eventuell vor 2 Jahren, dann kann das auch den Grund haben, dass Chemie in minimierter Form in der Spritze drin ist.
dass der Landwirt gerade mal versucht, ich kann mit weniger Aufwand arbeiten. Es kann aber auch den Erfolg oder den Effekt haben, dass er kurze Zeit später merkt, oh, mein geminderter Aufwand, der hat nicht gewirkt, der hat nicht geholfen. Und dann bringt er die Restmenge, die er darf, die irgendwo von der BBA ihm ja irgendwo zugeschrieben worden ist, geprüft worden ist, dann bringt er die Menge noch hinterher. Aber schon ist eine zweite Fahrt. Und als Bürger sieht man immer nur, der fährt schon wieder mit der Spritze. Reden Sie mit dem Bauern. Am 10. Juni haben wir Tag des offenen Hofes. Hier in Bernwalde. Dort werden von zwei Betrieben dieses Jahr die Türen aufgemacht. Kommen Sie hin, gucken Sie sich das an, kommen Sie auf die Betriebe. Und wenn Ihnen das zu lange dauert, meinetwegen kommen Sie zu mir. Ich habe da überhaupt kein Problem mit. Ich nehme mir gern die Zeit, mit Ihnen darüber zu reden. Ich stelle mich auch auf jedes Gerät drauf und erzähle Ihnen das, wie es funktioniert. Da habe ich kein Problem mit. Aber lassen Sie uns reden, das halte ich für sehr wichtig. Miteinander und nicht übereinander. Danke. Wir zeigen Ihnen einen guten Stand. Ja, also ich fand die Veranstaltung hier auch sehr informativ, weil man kann ja draußen stehen und nicht alles wissen. Die Sorge der Landwirte, die gehen ja so oft ins Detail. Ja, und die Landwirte sind ja, sie sind nun mal unsere Ernährer, das ist so. Ja, und für mich wäre es zum Beispiel wichtig, vielleicht nochmal ins Gespräch zu kommen, dass hier mehr im Land verarbeitet wird und auch Hotels, Touristiker und so weiter, weil die Aussage, die ich ja schon getätigt habe, war, ja, wir müssen das meiste woanders jetzt einkaufen. Das ist eigentlich nicht schön. Und das ist vielleicht mal ein Denkansatz, ne? Wäre ich auch gerne bereit, auch da ein bisschen zu vermitteln, dass man dann, jetzt habt ihr sowieso noch Arbeit, das wissen wir ja, aber im Herbst vielleicht mal so eine Veranstaltung zu organisieren, auf dem Fischland oder so, dass man mal sagt, so pass auf, wie können wir das verbessern? Ne, welche Möglichkeiten gibt es? Ich weiß, es ist nicht ganz einfach. Man kann nicht einfach eine Schlachterei aufmachen, weil da so viele Gesetze eingehalten werden müssen, aber vielleicht auch, ich sag mal, Fleischereien gewinnen, die dann bestimmte Sachen verarbeiten. Ich weiß zum Beispiel, dass jetzt einige landwirtschaftliche Betriebe Lieferant vom Stekus sind oder werden. Das heißt, er hat früher, Blockhus aus Argentinien und sonst wo eingekauft und hat sich gedacht, nee, warum wollen wir das nicht hier machen? Ne? Und das sind bestimmte Rinder, die 3 Jahre, glaube ich, müssen die Uckermärke, ne, unter bestimmten Bedingungen. So, und das ist eine Win-Win-Situation. Ne, wo beide von profitieren. Und das, denke ich mal, sollten wir auch noch mal mehr in die Diskussion bringen. Ja, vielen Dank. Ich glaube, wir haben alle ein bisschen was gelernt. Wir haben aber vor allen Dingen auch wieder mitgenommen, dass es wichtig ist, da über diese Themen im Gespräch zu bleiben und über den Dialog, sage ich mal, die Sorgen der jeweiligen mitzunehmen, weil ich denke auch, wir schaffen das auch hier. Das haben wir auch, wenn wir vielleicht nicht Probleme haben wie in anderen Ländern, aber wir bekommen hier und haben hier Probleme. Wir können die nur gemeinsam bewältigen und von daher sind, glaube ich, solche Veranstaltungen ganz, ganz wichtig. Und ja, ich denke, alle, die sich jetzt hier per E-Mail eingetragen haben, nicht direkt Veto einlegen, werden dann auch über solche Veranstaltungen in der Richtung, wie gesagt, wir haben noch Veranstaltungen auch zur Landwirtschaft, dann von uns informiert, sodass solche Diskussionsrunden und Dialoge dann an der Stelle auch weitergehen. Und ich glaube, so kommen wir auch weiter. Ich danke Ihnen vielmals. Wir haben es relativ genau geschafft. Und wer jetzt noch zur Fraktionssitzung da bleiben möchte, ist herzlich eingeladen.